So, Tag auch, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier auf diesem Kanal auf Schalke Update. Jo, ich zocke heute eine Runde Online-Football Manager, Football Manager 2021. Freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Ja, genau. Damit ist das ganze Thema des Streams schon erzählt. Wir sind angefangen mit der Karriere. Das ist letzte Woche Samstag, glaube ich, gewesen, ne? Samstag oder Sonntag. Und ja, wir haben das erste Testspiel hinter uns. Das war ein internes Testspiel gegen Schalke 2. Und ja, jetzt einfach mal gucken, wie das so weitergeht hier. So, lass mal eben gucken hier. Okay. So, also Football Manager. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so geübt in dem Spiel, aber das kriegen wir auf jeden Fall gemeinsam hin. Gucken wir mal, was gerade so ansteht. Also wir haben einige Transfers, sind im Moment noch offen. Da müssen wir einfach nochmal abwarten, wie die laufen. Nico, moin, cool, dass du mit dabei bist. Feel nothing. Sehr guter, beschreibender Kanalname auf jeden Fall, zumindest was Schalke 04 Fans im Moment angeht. Feel nothing, ja, aber ich meine, gut, was bleibt uns anderes übrig, ne? Muss weitergehen. Paul, moin. Gabriel, Glück auf, moin. VfB Update, hallo, moin. Marco, moin. Dann lass mal gucken hier. So, Benito Raman hat sich verletzt. Leider klagte Benito Raman nach dem heutigen Training über Schmerzen. Der Rechtsaußen leidet an Blasen am Fuß, an Blasen am Fuß. Oh, wenn ich das schon lese, Leute. Leute, Leute, Leute. Wegen Blasen am Fuß. Benito, was ist los mit dir? Wahrscheinlich fällt Raman verletzungsbedingt für 8 bis 10 Tage aus. Blasen am Fuß. Oh Gott. Es sagt so viel aus. Gavin, Glück auf, moin. Ali Bombasi, moin, moin. Luca, Glück auf. Giggelfizzle, hallo. Stewie, Stewie Griffin, auch geiler Name. Hallo, moin. Was sagst du von der Jagd auf Schalke? Also wir sprechen heute Abend im Schalke Update, sprechen wir nochmal ausführlich nochmal drüber. Aber naja, ich glaube, ich muss hier keinem beibringen, dass ja, dass Gewalt sich einfach nicht gehört, dass Gewalt ja nichts verloren hat, nicht in Bezug im Fußball, nicht keine Ahnung. Wenn ich nachts durch die U-Bahn laufe, dann möchte ich auch nicht vermopst werden. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, Fakt ist, die Mannschaft hatte das ganze Jahr absoluten Müll gespielt, nicht nur ein ganzes Jahr, anderthalb Jahre jetzt mittlerweile. Und insofern verstehe ich, warum es passiert ist. Dass es passiert ist, werde ich aber nicht nachvollziehen, beziehungsweise ist einfach nicht in ist mit meinen persönlichen Werten nicht vereinbar, weil ich mich ganz klar gegen Gewalt einsetze. Und ja, was andere da meinen, machen zu müssen. Ja. Gut, soll dann in Anführungsstrichen deren Sache sein. Fakt ist auch, jede Aktion führt zu einer Reaktion. Und wer da andere angegriffen hat, also sprich wirklich da auch Fäuste hat fliegen lassen, ja, sorry, das ist Körperverletzung, dafür muss man dann auch in den Knast gehen. Ja, das muss man sich dann auch bewusst sein, wenn man sowas macht. Aber wie gesagt, mehr besprechen wir heute Abend nochmal. Ja. Ja. Einfach, Schalke ist einfach ein großer Trümmerhaufen dieses Jahr. Jetzt gibt es kein Derby mehr. Bin BVB-Fan, gönne euch wieder den Aufstieg. Jo, das ist nett auf jeden Fall von dir. Alles klar, ich habe gerade Lateinunterricht online.
Okay, ich glaube, wir schaffen den Klassenerhalt noch. Ja, klar, Eli Geller. Ich würde direkt empfehlen, den Mascarell zu verkaufen und Friedrich für 3 bis 4 Millionen zu kaufen. Hey, danke dir für den Tipp, Paul. Hast du schon Spieler G oder verkauft? Boah, lass mal gucken. Wir waren noch so früh in der Saison drin. Wir hatten Angebote, das weiß ich noch auf jeden Fall. Lass mal gucken. So, zwei Angebote für Nabil Bentaleb. Und für Alessandro Schöpf hatten wir Angebote. Abner Aliu sollte ausgeliehen werden an die Spielvereinigung Greuther Fürth. Aber das muss alles noch verhandelt werden. Moin, Kessi, Donnerstag 11 Uhr. Jawohl, aber nur wegen Online-Fußballmanager. Also wir machen heute Abend auch noch Schalke-Update. Ach, online. Warum sage ich immer Online-Fußballmanager? Er heißt Football Manager 2021. Keine Ahnung. Nur fürs Zocken heute. Ich bin bis circa 18 Uhr online. 18 Uhr, weil ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ja, deswegen. Und ich muss den Schalke-Update natürlich noch vorbereiten. Und dann, ja, geht das gleich weiter dann heute Abend. Paul, moin, Lena, hi. Bruder, was sagst du zu den Sprachmemos? Ja, geht gar nicht. Sorry, sorry, aber ich meine, gut, letztendlich, das sind, ja, ich hätte. Nix sag ich dazu. Nix sag ich dazu. Ehrlich. Wem soll ich denn ernsthaft hier noch beibringen, dass Gewalt keine Lösung ist? Soll ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, dass das asozial gewesen ist? Natürlich ist das asozial und das gehört sich nicht und man haut keinem anderen Menschen auf die Fresse. Und die Sprachnachrichten waren, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, welche du jetzt meinst, aber die, die ich gehört habe, sind halt auch unter aller Sau, wobei, ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen noch? Was soll ich dazu noch sagen? Ihr habt es alle selber gehört, ihr könnt euch euer eigenes Bild darüber machen. Entspricht nicht meinen Werten, ehrlich nicht, überhaupt nicht. Ach so, Ramadan oder was? Nee. Einfach, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Moin, Kessi, wie geht's dir nach dem letzten Spiel? Ehrlich gesagt, einfach nur beschissen. Was soll ich dazu noch sagen, ey? Einfach nur beschissen. Ich hätte ja auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich mich so. Ja. Dass mich das so mitnehmen würde, aber mir geht's schlecht. Deswegen, mir geht's echt schlecht einfach. So. So, ich wollte auf die Verfügbarkeit meines Klienten aufmerksam machen. Für eine Ablöse um die 12,25 Millionen könnte man ihn bekommen. Als zurückgezogenen Spielmacher sehe ich meine Klienten am stärksten. Er kann aber auch 12,25 Millionen, ja sicher. Digga, du bist ja auf Schalke. Zur Kenntnis nehmen. Ja, komm, gebe ich. Klimowitz. So, Klimowitz. Den haben wir beobachtet, ne? So, der hat auf jeden Fall einen guten Antritt, das ist wichtig. Einen guten Abschluss. Der würde mir ehrlich gesagt schon ganz gut gefallen. Jetzt muss ich nur wissen, wie teuer der ist, der Junge. Warte mal, ich rufe mal seinen Berater an. Er möchte mit einer talentierten Gruppe von Spielern arbeiten. Ja, sicher. Hammer, hammer, hammer. Wissen wir doch. Freut mich. Gehaltsvorstellung liegt bei 11,75k, das ist ganz schön viel, das ist mehr als das Doppelte, was wir bisher gehabt haben, aber mal gucken.
Ich denke, der VfB Stuttgart wird eine Ablösesumme zwischen 2,1 Millionen und 3,6 verlangen. Gehalt wird deutlich erhöht. Okay. Matteo Klimowitz. Easy Wiederaufstieg. Ja, genau. Hast du Lazza schon geholt? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hol dir Moukoko. Ja, genau. Der eine hat selber zugegeben, dass Ralle Ohrfeigen bekommen hat und Harit eine Faust. Ich weiß, Enes. Ich weiß. Und ganz ehrlich, es gibt. Ja, Enes, was soll ich dir dazu sagen? Es ist asozial, jemand anderen eine Ohrfeige zu geben. Ja, das ist so oder so. Das kannst du halt im Sportverein kannst du das machen, im Boxclub. Da geht das. Ja, ich war auch mal boxen. Da kannst du anderen Leuten wirklich auf die Fresse hauen. Ja, da musst du zwar Handschuhe tragen, aber hilft auch, seine Aggressionen abzubauen. Muss ich. Ja. Ja. Okay. Moin, gestern hast du den schon in AR und in Sportverstand ausgetauscht. Ich rate dir, dieses zu tun. Moin, Arne. Ich habe den Peter Knebel, den habe ich jetzt noch leben lassen. Also der ist jetzt mein Sportdirektor. So, weiter geht's. So, machen wir mal ein Angebot, würde ich sagen. So, ist er denn ein Flügelspieler? Warum habe ich den überhaupt beobachtet? Kann mir das noch einer sagen? So, Mittelfeldspieler, ist doch wahrscheinlich zentraler, oder? Und wir haben nur 3, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben nur 3 Millionen an Budget. Das ist gar nichts. So. Warte, wo kann ich mir den Spieler denn angucken? Profil. So. Ah ja, doch, ist ein Flügelspieler. Okay, sehr gut. Alles klar. Ist zwar Arbeit, lohnt sich aber. Okay. Okay, Peter, aber AR raus. Genau. Ja. Ach ja. Ehrlich gesagt, ich fand es sehr gut, dass Peter gestern auch noch ein Statement gemacht hat zu der ganzen Nummer, dass er das Signal gezeigt hat, dass er ja da unbeschadet rausgekommen ist, dass er da sich das nicht gefallen lässt auch. Wobei teilweise, was er da auch wieder gesagt hat, so gemeinsam und so, weiß ich nicht, ob man das dann auch in diesem Marketing-Sprech machen muss oder ob man dann nicht einfach sagen sollte, sich vor die Kamera stellen sollte und sagen sollte, Jungs, die das fabriziert haben, die kriegen wir. Das wäre die einzige Aussage gewesen, die wichtig gewesen ist. Dieses ganze gemeinsam, auf gemeinsam beharren oder so, das kann man früher oder später nochmal wieder machen. Im Moment geht es, glaube ich, einfach nur darum zu zeigen, wer den längeren. Moin, hast du heute frei? Ja, sicher. Klar, das wäre noch eine geile Sache, ne? Von der Arbeit aus streamen. Ich bin letztens von einem Streamer wie nennt man das? Geradet worden. Der hat aus der Tankstelle gestreamt. Der hat da ernsthaft gearbeitet und hat dann seine Zuschauer alle zu mir geschickt. Ganz, ganz wild. Während der in der Tankstelle gearbeitet hat. Nicht schlecht. So, okay, Matteo Klimowitz. Wir geben mal ein Vertragsangebot. Nee, nicht ein Vertragsangebot. Wir geben mal ein Angebot ab. So, Ablösesumme. So, der soll kosten 2 Millionen. 2 Millionen 100. 1000 im Minimum, sagt der Berater. Das ist natürlich ziemlich viel, ne? Wollen wir so viel Geld überhaupt ausgeben? Wir müssen auch erst noch Spieler verkaufen, eigentlich, ne?
Moin, Kesti, warum hat dein Stream 18 Dislikes? Keine Ahnung, der Kevin. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da habe ich. Ich habe sie nicht gegeben. Ich habe sie nicht gegeben. Vielleicht deswegen, weil ich heute so schlecht drauf bin. Mag sein. Aber ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock hier zu schauspielern, ja. Schalke ist abgestiegen. Mir geht es damit nicht gut. Unser Verein, der gibt ein Bild nach außen hin ab, das einfach zum Kotzen ist. Vielleicht ist das ungesund, sich so dermaßen na, wie heißt das? Infizieren? Nein. Sich so. Ich habe das Wort vergessen, sich mit seinem eigenen Verein so zu. Heißt das jetzt? Ja, genau. Dass einen das so runterzieht. Mir fällt das Wort nicht ein. Kessi, warum gibst du denn nicht einfach zu, dass du Dienstagabend die ganze Mannschaft vermöbelt hast? Ja, genau, Arne, genau. Sicher. Identifizieren. Identifizieren. Danke dir, Markus. Ja. Ja. Vielleicht ist das auch einfach nicht so gesund, sich mit einem Verein so dermaßen zu identifizieren. Ja. Keine Ahnung. Wie lange streamst du heute? Heute bis 18 Uhr und dann geht's weiter. Boah, es geht wieder auch nur. Kessi kommt klar. Also bis 18 Uhr und dann nachher nochmal wieder um 22 Uhr. Das ganz normale Schalke-Update. Sieben Stunden Football Manager, yo. Ich verstehe deine Trauer. Schalke hat aktuell ein wirklich schweres Image. Ich hoffe jetzt, der FC es noch packt. Aber nach dem Sieg gegen Leipzig habe ich wieder Hoffnung. Okay. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich würde es dir ja gönnen, Luke. Ich würde es dir ja gönnen. Florian, moin. Jörnsen, moin. Ist auch nicht gesund, ja, wahrscheinlich. Milchschnitte oder Kinderpinguin? Milchschnitte fand ich früher geiler, mittlerweile Kinderpinguin. Tag, Kesti, bist du jetzt schon on? Ja, sicher. Moin, Tobias, wie geht's dir? So, Leute. Matteo Klimowitz. Komm, wir geben mal ein Angebot ab, sonst hätte ich mir nicht anschauen brauchen, wa? Bei 2 Millionen zu zahlen für einen Spieler, der eigentlich nur 5. Obwohl er ist halt schnell, ne? Und wir brauchen schnelle Flügelspieler, Leute. Das muss unsere oberste Prämisse erstmal sein. Wir können immer noch im zentralen Mittelfeld können wir echt noch ein paar Spieler abgeben. Aber außen brauchen wir echt ein paar Leute. So, der Berater hat uns gesagt, 2,1 ist die unterste Range. Es juckt mich aber gar nicht. Ich gebe erstmal ein Angebot ab von 1,5. So. Hab gehört, Ud rennt immer noch, sagt TS. Naja, naja. Ich spare mir da meine Kommentare zu. Ich dachte, du bist Vegetarier. Warum isst du ein Kinderpinguin? Auch nicht schlecht. Ich denke, der letzte Spieltag ist für mal ein paar Hater angezogen. Na, ich glaube nicht mal. Ich glaube, viele Schalker sind im Moment. Ja, hin und her gerissen. Außerdem, ich glaube, es haben auch einige, ja, wie soll ich es nennen, Hardcore-Fans, Ultras, glaube ich, auch den Kanal abonniert.
Und denen ist das wahrscheinlich auch zu pauschal, was ich dann sage. Oder anderen ist es dann auch nicht hart genug, was ich, wie ich die Gewalt verurteile von vorgestern. Aber so what? Ich bin auch noch ein Mensch, ja. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ja, auch die Mannschaft, wie gesagt, hat den größten Scheiß gespielt so und es war nicht möglich für die Fans, irgendwie mal denen irgendwas zurückzuspiegeln der Mannschaft, weil die einfach nicht ins Stadion konnten. Ja, nichtsdestotrotz gehört es sich nicht, ja. Und schlägt keine anderen Menschen. Ja, das hat meine Mutti mir damals mal beigebracht. Und wie gesagt, die Leute, die Körperverletzungen da jetzt gemacht haben, die gehören dann auch in den Knast. Ich kann es halt nicht anders sagen, ja. Aber das ist in den Knast. Sie gehören dafür bestraft. Nach dem, was dafür einfach als Strafe vorgesehen ist. Fertig. Aus. So. Kopf hoch, Kessi ist wie die ganze zweite Liga weltweit. Super Team von oben und von unten. Okay, Helmut. Ja, mal gucken. Mal gucken. Was das gibt in der nächsten Saison. Moin Esa, Bianca, Glück auf, moin. So, bin mal raus, muss zur Schule. Alles klar, hau rein, Luke. Bis dahin. Mir geht es gut, außer dass Schalke jetzt in der zweiten Liga ist und selbst, ja, genau. Genauso. So. So, Angebot haben wir abgegeben. Mein Gott. Fällt einem noch echt schwer, sich zu konzentrieren heute. So, unsere Mannschaft. So sieht sie aus. Okay, Leute, wir wollen ja noch ein paar Spieler jetzt auch noch verkaufen. Und zwar, ja, eigentlich können wir sie jetzt alle schon wieder auf die Transferliste setzen, ne? Naja, mal gucken. Also, wen ich auf jeden Fall nicht mehr haben möchte, ist Steven Skripski. Steht aber schon drauf auf der Streichliste. Dann möchte ich nicht mehr haben. Rabih Matondo ist ja schon nicht mehr da. Nabil Bentaleb steht auch schon drauf. Schöpf steht auch schon drauf. Otschipka steht nicht drauf, glaube ich. Otschipka. Auf Streichliste setzen. Weißt du was? Ich kann ihn erstmal draufsetzen. Ich muss ihn ja nachher nicht verkaufen. So. Zum Marktwert. Ja, sicher. Jawohl, alle auf die Transferliste, sagt Tim. Jawohl. Gucken mal. So, Skodran Mustafi, den können wir nicht draufsetzen, ne? Ich glaube, den können wir nicht loswerden, weil der auch gerade erst gekommen ist. Doch, geht wohl. Okay. Ja, dann. Verkaufen oder entlassen? Nee, was ist das denn? Zum Marktwert verkaufen, zum halben Marktwert verkaufen? Zum Marktwert verkaufen. Ab geht's. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, Leute. Habe komplett vergessen, dass Skripski noch bei uns spielt. Ja, ehrlich. So. So, wen wollen wir denn noch? Marc Uth. So, auch. So, das heißt doch nicht, dass sie jetzt tatsächlich nachher auch verkauft werden, die Spieler. Wir müssen schon sehen, dass wir die Kohle jetzt einigermaßen zusammen behalten.
So, wen noch? Omar Mascarell. Du kannst doch nicht Fußballgott Oczypka auf die Liste setzen. Ach ja. Harit würde ich behalten, Serdar könnte noch weg. Okay. Was hat es mit den Dislikes auf sich? Keine Ahnung. Kann sich ja mal einer äußern, warum er disliked. Grüße, Kästi, heute kein Bier am Start? Nee, Optimus. Nee. Stumbly darf auch gerne auf die Liste. Okay. So. Alleine, wenn ich die Karte sehe, kriege ich so das Kotzen. Ach ja, komm. Ab geht's, komm. Jetzt packen wir sie alle drauf, oder? Jetzt packen wir sie alle drauf. Was soll's? Mal gucken. So. Aber was heißt alle? Alle, die uns mal negativ aufgefallen sind jetzt diese Saison. So, zum Marktwert verkaufen. Jawohl. Ach du Scheiße, das wird ein Umbruch, Leute. Das wird ein Umbruch. Mal gucken, ob wir mit der Mannschaft nachher noch irgendwas reißen. Also hatte ich jetzt Stambouli, ja, ne? Und Suat geht dann auch drauf. So, aber alle für den Marktwert. Heißt, also mal gucken, wen wir überhaupt verkaufen können. Moin, Kesti, alles gut bei dir? Es geht so, nur der SCF. Ich kann es heute nicht mal verbergen, wie schlecht ich drauf bin. Ja, mal gucken, vielleicht wird das gleich besser. Ja. Wir werden sehen. Dafür könntest du ja Marvin Friedrich wieder zurückholen. Yo, hast du eben schon vorgeschlagen, Jansen, ne? Arne, moin. Ey, danke, erstmal, dass ihr hier dabei seid. Und auch, ich sehe aber auch die ganzen Likes, die ihr mir gebt, ne? 55. Danke euch, Leute. Das ist das Wichtigste, dass es Leute gibt, die es zu schätzen wissen, dass man, ja, Content macht, dass man sich hier hinsetzt und auch, ja, einfach was tut. So. Moin, John. Vorher würde ich den Filter noch rausnehmen, dass die Leihspieler nicht angezeigt werden. Übersichtlicher. Okay, danke dir. Warte, verliehen, ne? Ah, jetzt. Jetzt sind sie raus. Okay, super. Danke dir. So, Leute, los geht's. Unsere nächste Partie ist gegen den SV Bad Ischgl. SV Bad Ischgl. So, erst einmal haben wir noch ein bisschen Training hier. So, Ratschläge zur Aufstellung. Oh. Okay, Michael Langer würde von der Spielpraxis profitieren. Ja, klar würde er das, aber das ist ein dritter Torwart, Mann. Kilian Ludwig, mit seiner Qualität sollte er in der Mannschaft stehen. Gegenüber William, oder was? Naja, okay. Salif Sané, mit seiner Qualität sollte er in der Mannschaft stehen. Ja, das ist richtig. Matija Nastasic fühlt sich auf links wohl.
Das stimmt, da steht er auch. Linker Innenverteidiger. Hamza Mendy würde von der Spielpraxis profitieren. Jo, das stimmt. Suat Serdar mit seiner Qualität sollte er in der Mannschaft stehen. Ach so, hier, auf der rechten Seite ist der Vorschlag. Huntelaar, Uth, Harit, Bentaleb, Mascarell, Suat Serdar, Mendil, Nastasic, Sané, Ludewig und Langer. Okay. Sven hat Geburtstag. Hey, herzlichen Glückwunsch, Sven. Sehr geil. Sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Welche Liga bist du mit Schalke? Erste. Erste noch, Florian. Erste noch. So, nutze vorgeschlagene Auswahl. Wollen wir das jetzt einfach so machen? Mendy, Ludewig, Suat Serdar. Wer schlägt denn das vor? Norbert Elgert. Ja, komm, wenn der das sagt, machen wir das. So. U19, Spieltagsüberschneidung. U19, erste Liga West auf die Leverkusen. U19, dieses Spiel überschneidet sich mit der ersten Mannschaft im Testspiel gegen den SV Bad Ischgl. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Spieler, die für das Spiel gegen den SV Bad Ischgl einsetzen werden, noch heute aus der U19 in die erste Mannschaft herüberziehen müssen oder ihre aktuellen Mannschaft als nicht verfügbar deklarieren müssen. Okay, alles klar. Das nächste Spiel des FC Schalke 04 ist morgen. Dabei treffen den Testspiel auf den TSV Havelse. Ach so, das ist die zweite Mannschaft. Thorsten Fröhling meldet das hier. Dieses Spiel überschneidet sich mit der ersten Mannschaft. Okay, gut. Okay. So, 22 Vorschläge. Passt schon. Passt. Angebote für Schöpf. So, mal gucken. 2,6, die wollen wir haben. Salzburg bietet uns 1,9 Millionen. Das hat er abgelehnt. Borussia Mönchengladbach hat er auch abgelehnt. Warum lehnt er denn ab, wenn er an einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach interessiert ist? Was ist das denn? Oder hier zu Eintracht Frankfurt. Das checke ich halt gar nicht, ne? So, muss ich ihn jetzt mal zum Wechsel überreden. Komm, Alessandro. Zum Wechsel überreden. RB Leipzig? Nee. Wo ist denn RB Leipzig jetzt? Ach, Knebel, du Nase. Knebel hat die Dinge abgelehnt. Was ist denn los mit dir, Knebel? Wir kriegen Angebot über 3 Millionen von Borussia Mönchengladbach und du lehnst es ab? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Spiel gegen Bad Ischgl? Wir sind noch in der Vorbereitung. 18 Jahre ab heute. Hey, cool, Sven. Sauber. Weil sein Gehalt vielleicht nicht stimmt. Nee. Knebel war's. Knebel die Nase. Wie kann ich das denn verhindern, dass Knebel solche Angebote ausschlägt? Ist jetzt natürlich scheiße. Vier interessierte Vereine, nur Leipzig jetzt, ne? Oh Mann, ey. OM macht Angebot für Bentaleb. Olympique Marseille oder was? Oh. Mal gucken. Ein nicht verhandelbares Angebot über 2,4 plus zukünftiger Prämien. Wenn der Wechsel abgeschlossen werden sollte, muss Schalke 04 Bentaleb den noch ausstehenden Loyalitätsbonus bezahlen. Es handelt sich dabei um 575.000. Ja, super. Das ist ja geil. Das ist ja geil. So, was wollen die bieten? 2,4 plus Prämien. Nicht verhandelbar. Das liebe ich ja, ne? Nicht verhandelbar.
Mitarbeiteraufgaben zuweisen. Oh, danke dir, Ali Bombasi. Sind die 26 Dislikes denn echt? Weil war keiner am Anfang und seitdem kommt keiner mehr dazu. Das kann natürlich auch. Das ist natürlich eine andere Sache. Das geht natürlich auch. Das hatten wir auch schon öfter, dass wir Fake-Dislikes hier hatten. Ich hatte, glaube ich, mal 500. Aber die sind nachher alle wieder runtergewandert. Waren nachher noch 100 da. Ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So, Bentaleb und Loyalitätsbonus, genau. Ach komm, wir nehmen es an. Haben wir wieder ein bisschen Spielraum. So, jetzt müssen die beiden sich aber noch einigen, ne? Okay. Mainz 05 macht ein Angebot für Skripski. 400.000. Transfersumme kann auch auf bis zu 625 ansteigen. Loyalitätsbonus in Höhe von 50.000. Wert 1,4 Millionen. Ja, Digga. Digga, das geht gar nicht, ey. Angebot ablehnen. Ganz stumpf. Oder wir verhandeln nochmal. Ja, hier. Komm. Frechheit, ey. Mainz 05. War wahrscheinlich wieder Heidel. Angebot für Klimowitz wurde abgelehnt. Warum? Die haben abgelehnt. Okay, so, sagen wir mal nicht warum. So, ich gehe mal hoch auf 1,8. Gehe jetzt auf Verhandeln. Inakzeptabel. Ja, super. Angebot machen. Frage von Philipp Boot, One Football. Ihr Angebot für Matteo Klimowitz wurde vom VfB Stuttgart abgelehnt. Sind Sie optimistisch, das Geschäft mit einem verbesserten Angebot doch noch zu vollziehen? Beantworten. Ich hoffe, wir können eine Lösung finden. Pellegrino ist eine vernünftige Person, er wird sich unsere Ideen anhören. Ha, finde ich geil. Wenn du verhandelst, machen die direkt ein Gegenangebot. Da stand jetzt gerade 500k. Oh, danke dir, Florian. Muss ich nochmal gucken. Sollte genug für meinen Redakteur sein. Alles klar. So, gucken wir nochmal. Da stehen jetzt 500.000. Ja, Digga, das geht ja gar nicht. So, 1,4 wollten wir haben. Ja, ein bisschen drunter ist auch klar. Geht auch. So, gehen wir mal auf 1,6 runter. Abgesagt, ja. Kein Interesse. So sieht's aus. Meine Versuche, Steven Skripski abzugeben, sind leider gescheitert. Skripski an einen anderen Verein für einen geringeren Betrag anzubieten, schafft möglicherweise zusätzliches Interesse. Dicker. 1,2. So, Vereinsinfo. Jo, jo, jo. Finanzen. Nicht gut. Nicht gut. So, wir gucken mal in unser Leistungszentrum rein. Evan Rotando, Sidi Sané, den haben wir, glaube ich, auch im Vertrag gegeben, ne? Dem Sidi. So, genau. Gehen wir einen Schritt weiter hier.
gucken. Was haben wir hier? Materazzo redet über Transfergerüchte. Sie lehnten Schalke 04's Angebot für Matteo Klimovic ab. Denken Sie aber, dass Sie trotz Interesse von Rangelbert Itzek halten können oder sind Sie bereit, ihn zu verkaufen? Ich werde im Moment über keine Details reden. Okay. Okay. Beim auslaufenden Vertrag von Skripski bekommt man ein Angebot über Marktwert. Okay, danke dir für den Hinweis, Mr. JT. Ich habe mir angewöhnt, nie etwas schlecht zu bewerten, denn steckt immer ein Mensch dahinter, der zum Beispiel in Restaurants seinen Lebensunterhalt verdient oder Spaß an der Sache hat, die er betreibt. Ist so, Arne. Ist so. Also wer disliked, na, jein. Jein, manchmal ist das okay, ja. Manchmal müssen Menschen auch gespiegelt werden, ja. Wenn ich jetzt absolute Scheiße hier labern würde, ja, dann brauche ich da auch, da brauche ich da auch eine Quittung mal für, so, ja. Keine Ahnung, Menschen gehen auch manchmal einfach in die falsche Richtung und brauchen dann auch ein Feedback. Also manchmal ist es okay, auch zu disliken, aber einige, naja, sind da natürlich, machen das gerne pauschal. Und ja, keine Ahnung, auch die musste laufen lassen. Kannst du auch nur versuchen, Dankbarkeit für aufzubringen und zu sagen, okay, beim nächsten Mal werden es weniger Dislikes. Die Totally Football Show setzt auf noch. Also, das haben wir schon. Itzek hofft darauf, Einigung über Klimovic zu erreichen. Jawohl, so sieht's aus. Materazzo. Es scheint durchzuziehen. Es gibt einige wichtigere Dinge, worüber wir reden könnten. Aha, Materazzo, was ist denn los mit dir, mein lieber Freund? So, Angebote haben wir erst gerade abgegeben, müssen wir noch auf eine Antwort warten. Weiter geht's. Grüße aus dem Englischunterricht. Moin, Turo. Hast 70 Zuschauer und hast 100 Likes, Dislikes. Ich glaube, das nicht, ist nicht echt. Ja, kann sein, kann sein. Kann sein, S04 Kev. Wie kann ich meinem Englischlehrer erklären, dass ich dich gucke? Es geht um Schalke. Es geht um Schalke. Grüße aus dem Musikunterricht. Ey Leute, Leute, konzentriert euch doch auf den Unterricht. Und lasst nebenbei laufen. Spaß. Schule ist wichtig, Leute. Ist wirklich so. Ich habe das leider auch erst zu spät verstanden. Deswegen sitze ich jetzt hier. Meinung zu den Fans. Fans von Schalke 04 sind nach wie vor die geilsten der Welt. Das, was da abgelaufen ist, Simon, ist. Ich wollte gar nicht noch drüber sprechen. Ich habe zu Anfang des Streams schon drüber gesprochen. Ich glaube, ich muss keinem erklären, dass Gewalt nicht geht. Dass Gewalt nicht die Lösung sein kann für unsere Probleme. Lernt lieber was, Kinder. So sieht's aus, Arne. Lernt lieber was. So, was haben wir hier? Auswertung der Trainingswoche. So, beste Note für Ralf Fährmann, Alessandro Schöpf und Suat Serdar. Wer hat nicht Gast gegeben? Michael Langer, Omar Mascarell und Timo Becker. Okay. Ach so, warte mal, ich wollte den Knebel noch eben entmachten, ne? So, Aufgaben. Wie kriege ich das hin, Mitarbeiter? Peter Knebel. Einstellungen, Entlassung von Mitgliedern. Aha. Aha.
Wo sind wir denn hier? Verträge? Ah, da. Verlängern Mitarbeiterverträge? Ja, meinetwegen soll er machen. Trainerstab, medizinische Abteilung. Personalsuche. Ah, moin Sven. Was? Kessi, was arbeitest du jetzt eigentlich? Ich bin im Gesundheitsamt. Ich rufe Personen an, die sich mit Covid-19 infiziert haben und versetze die in Quarantäne. Hört sich auch schlimm an, ne? Aber ja, ist aber einfach so, ja. Woher hast du den Rahmen fürs Trikot im Hintergrund her? Von Amazon. Vitales Brötchen von Amazon. Kannst du da so kaufen. Ist aber teuer. Also mehr als 50 Euro hat der gekostet. Also das ist teuer. Also je nachdem. Nee, nachdem, wer du bist. So, wie kann ich den Knebel denn jetzt entmachten, Leute? Wisst ihr das? Aufgaben, Übersicht, Mitarbeiter, Scouting, Transfers und Verträge. Ah, hier. Das sind jetzt meine Aufgaben oder was? Mitarbeiter, so. Ich will nicht, dass der Knebel immer noch die absagen kann, die Angebote. Ich hoffe, du wirst dafür auch 3000 netto bezahlt, wie von der Bundeswehr. Über Geld spricht man nicht, ne? Aber schön wär's. Über Geld spricht man nicht, ist übrigens auch Quatsch, aber ja, in dem Falle schon. Stellt euch mal vor, ihr habt Covid, dann ruft euch Cassie an und schickt euch in Quarantäne. Ja, kann passieren. Kann passieren. So, Sportdirektor. Also wenn dann noch einer weiß, Leute, wie ich das verhindern kann, dass Knebel über Angebote von anderen Vereinen entscheidet, dann sagt mir das mal eben. Mache ich erstmal weiter. So. Let's go, Leute. Wir haben hier ein ganz, ganz wichtiges Testspiel vor uns. Und zwar gegen den SV Bad Ischgl. SV Bad Ischgl. Im Vorfeld des Transfermeetings möchte ich Sie eindringlich daran erinnern, dass die Verträge von 23 Spielern von Schalke 04 in 12 Monaten ausspielen oder bereits ausgelaufen sind. Von Skodran Mustafi und Nabil Bentaleb. Okay, gut. Die stehen eh beide auf der Transferliste. So, mit wem wollen wir denn verlängern? Aktuell. So, Sidi Sané haben wir schon, haben wir einen Vertrag angeboten. Timo Becker nicht gut genug, also wirklich. Frechheit. Wen haben wir hier noch? Leo Weichert, aktueller Vertrag läuft auch lange genug. Jordi Mfundo. Zu wenig Potenzial.
Aktueller Vertrag läuft noch lange. Erst einmal hier. Luca Campanile. Dem müssen wir auf jeden Fall früher oder später auch einen Vertrag anbieten. Können wir jetzt mal eben machen. Sportdirektor verhandelt das? Nee. Der verbockt das nur. Der verbockt das nur. Mein Klient ist bereit, Vertragsgespräche aufzunehmen. Da es noch anderweitig Interesse an ihm gibt, schlagen wir vor, dass sie noch weitere Anreize draufpacken, damit ihr Angebot das Verlockendste ist. Oh. Aha. Jetzt schon Ansprüche stellen. Der junge Mann. Perspektivspieler, Talent vor Durchbruch, Ergänzungsspieler. Vertragsbeginn sofort. So, und einen Leihverein finden. Ach, er möchte ausgeliehen werden. Okay, alles klar. Super. Da hilft er uns nicht weiter, der Luca. Egal. Machen wir so. So, Vertrag verhandeln. Das sind die Anfangsforderungen. 3K, Loyalitätsbonus, Auflaufprämie ohne Gegentorprämie, Ersatzspielerprämie in Höhe von 600. Digga, wofür? Weil du nicht spielst oder was? Dann lieber eine höhere Auflaufprämie. Was geht ab? Moin Thiele, wie geht's? Hunter muss verlängert werden. Machen wir einen Hunter? Okay, machen wir mit Hunter. Wade Wilson, was geht? So. Jährliche Gehaltssteigerung von 10%. Läuft bei ihm. Machen wir so. Vertrag abschließen. Okay. Mal gucken. Der muss jetzt nachher noch zustimmen. Jetzt kommen wir zu Klaas-Jan Huntelaar. Vertrag anbieten. Okay. Das hätte mein Verklient gerne garantiert. Einsatzzeiten Schlüsselspieler. Schlüsselspieler, Stammspieler. Och Gott, oh Gott. Rotationsspieler. Ja, Digga, es ist halt jetzt mittlerweile Klaas-Jan Huntelaar, ne? Der ist halt jetzt auch Schlüsselspieler. Da muss ich ihn ja permanent aufstellen, sonst ist der unzufrieden, oder? Spieler zum Vizekapitän machen? Was? Obwohl, ja, besser als Domboli. Machen wir. Ja, komm, Schlüsselspieler, was soll's? Glaube, wir kriegen jetzt eh keine großen Superstürmer mehr. So, verhandeln. Gucken wir mal, Gehalt 45k. Loyalitätsbonus. Nicht schlecht. Der belastet unser Gehaltsbudget aber ganz schön krass, wa? Komm, Klaas-Jan, ein bisschen muss uns entgegenkommen hier. So geht's nicht. Loyalitätsbonus, ja, wofür eigentlich? Beratergebühr, ja, Digga. Das ist ein vielversprechender Start in die Verhandlungen. Aha. Dann gehen wir doch nochmal runter. Jetzt wird's akzeptiert. Alles klar. Sehr schön. So. Quarantäne-Trainingslager kommt ab dem 12. Mai, wurde gerade offiziell. Ach, krass.
Ja, so langsam neutralisiert sich das wieder ein bisschen. Und selbst, ja, so langsam. Ich versuche gerade noch klarzukommen. Irgendwie, ich war völlig neben der Spur hier zu Anfang des Streams noch. Jetzt kommt so langsam wieder ein bisschen Leben rein. Ja. Ja. Wie gesagt, ich konnte es heute nicht mal verbergen, wie schlecht ich drauf bin. Aber so langsam komme ich so ein bisschen wieder rein. Ja. Glück auf, wie geht's dir? Gut, danke dir, Juju. Was sagst du zum Vorfall der Männer? Oh, habe ich eben schon drüber gesprochen, Elvin. Wenn ich da nochmal drüber rede, dann geht's mir schon wieder schlecht. Johann, du kannst mich Johannes den Geißbock nennen. Alles klar. Johannes Geiß. So. Okay. Das war es erstmal für heute mit Vertragsverlängerung. So, Transfermeeting. Jens Buchta. In Besprechung gehen. So, Gehaltsbudget einhalten. Pflicht. Jo, machen wir. Läuft. Sehr schön. Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken, in welchen Bereichen wir uns verbessern sollten. Ich bin mir genau darüber im Klaren, wo wir Verstärkung benötigen. Und das würde das im gerne alleine regeln. Wir können das Meeting also direkt beenden. Einfach mal frech sein gegenüber dem Buchter und dem Knebel. Was haltet ihr davon? Einfach mal frech sein. Sicher. Sind Sie sicher, dass das Meeting beenden wollen? Oh. Einfach Teamplayer. Einfach Teamplayer sein. Jawohl, direkt beenden. Bumm. Kein Interesse an Neu-Chipka. Okay, meine Versuche, Bastian Neu-Chipka abzugeben, sind leider gescheitert. Was? Ja, gut. Neu-Chipka ist eh ein wichtiger, ne? Neu-Chipka bin ich noch gar nicht mal so. Vielleicht gar nicht mal so schlimm, wenn er noch bleiben würde. VfB Stuttgart reagiert auf Gebot für Klimowitz. So. Was? 3,7 Millionen für einen, der 575k wert ist? Du kannst mir die, also, du kannst mir wirklich die Eier, also, ne? Also. Hier. 2,1, Digga. 2,2. Das ist maximal drin. Das ist maximal drin. Verhandeln. 3 Millionen. Digga. Komm hier. 2,4. Es tut weh. Es tut weh. Aber es tut. Ah. Ah. Forderungen haben die nochmal geändert. 8 Liga-Einsätzen, 50 Spiele, 575k, ja, meinetwegen. Nach Liga-Toren, 10 Tore. Ja, wenn er so gut zockt, ja, bin ich dabei. Was machst du, wenn du 10k Abonnenten hast? Mal gucken. 10k ist ja so das Zwischenziel, ne? Ich frage mich auch, ob das übrigens das Kanalwachstum hemmt, dass ich da 10k hingeschrieben habe, weil eigentlich soll der Kanal ja noch viel größer werden als 10k. Versteht ihr, wie ich das meine? Christian, moin. Eigentlich müsste ich da oben reinknallen. Oder gar nichts einfach reinschreiben. Das geht auch. Einfach gar nichts reinschreiben. Aber was mache ich, wenn ich 10k mache? Wenn ich 10k habe? Dann mache ich einen
eine 3-4-tägige Radtour durchs Ruhrgebiet und mache dann täglich Vlogs. Was haltet ihr davon? "24-Stunden-Stream", sagt SL4Kev. Wäre auch eine Idee. Sehr geil, alle abonnieren bitte. Danke. Jawohl, sehr cool. Danke dir, Thiele. 24-Stunden-Stream mache ich sowieso irgendwann mal S04Kev. Ich glaube, das wäre nicht so was Besonderes wie die Radtour. 24 Stunden, ich sehe mich sowieso schon irgendwann hier 24 Stunden sitzen. Deswegen, ich glaube, dass die Radtour wäre da das Coolere. Vier Tage, sagen wir mal vier Tage, 04 Tage. So, was haben wir hier? Matteo, Forderungen akzeptieren? Ja, komm, sind wir dabei. Viel zu teuer, der Dude, aber wir brauchen mal ein junges, frisches Blut in der Mannschaft. Und da muss sich generell auch mal was bewegen bei uns auf Transfermarkt. Gute Idee, sehr schön, cool. Freut mich, dass es dich freut. Freut mich, dass es dich freut. Gute Idee. Top 5 Lieblingsvereine: Schalke, 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 Preußen-Münster. Weiter geht's. Klinowitz ist sehr an Verhandlungen interessiert. Okay. Verhandlungen beginnen. Gehalt wird deutlich erhöht. Kein Verhältnis zu ihm. Mein Klient ist bereit, Vertragsgespräche aufzunehmen, da es noch anderweitig Interesse an ihm gibt. Schlagen wir vor, dass sie noch weitere Anreize draufpacken, damit ihr Angebot das verlockendste ist. Okay. So, Rotationsspieler. So, ja, welches Versprechen soll ich denn hinzufügen? So, auf der linken Seite haben wir im Moment einen Benito Raman, der mit Sicherheit auch Einsatzzeiten möchte. Deswegen Einsatzzeiten ist ein bisschen schwierig, immer das zu versprechen. Wobei ich kaufe ihn ja, ne? Insofern sollte ich ihn dann auch einsetzen. Warte mal, wir gucken mal. Einsatzzeiten 2021, 22. Rotationsspieler. Ja, komm, lass mal raus hier. Versprechen hinzufügen. Spieler auf bevorzugter Position und Rolle einsetzen. Will als offensiver Mittelfeldspieler zentral mit der Rolle vorgeschobener Spielmacher spielen. Nein, ich will dich links einsetzen. Kacke. Dem Spieler erlauben, den Verein als Sprungbrett zu nutzen. Oh, mies, oder? Der Fußball heutzutage ist einfach nur mies. Soll nicht respektlos klingen, aber was habt ihr im Gesundheitsamt eigentlich vor Corona gemacht? Kann ich dir nicht beantworten, weil ich vorher nicht da war. Aber die haben natürlich einige andere Aufgaben auch. Es gibt einige Infektionskrankheiten, die seit Jahren so kontrolliert werden. Ja, worüber die aber nie jemand gesprochen hat. Ja, außerdem, es geht nicht nur um Infektionskrankheiten, sondern auch um Trinkwassergesundheit, also Trinkwassergesundheit, Trinkwasserqualität und solche Geschichten. Also, sind da schon sehr, sehr breit aufgestellt. Wie gesagt, ich bin einfach nur derjenige, der
dazu geholt worden ist jetzt, um zu telefonieren. Als der HSV abgestiegen ist, meinten alle, ihr habt es verdient, aber bei Schalke haben alle Mitleid. Was findest du besser, wenn die Leute Mitleid mit dir haben oder es gönnen, dass ihr absteigt? Ich finde es besser tatsächlich, also wenn zum Beispiel, wenn die Zecken ja ein ernst gemeintes ja ich sag mal so dieses Feuerwerk, ja, das was sie da auch gezündet haben, ja, ich hätte es auch so gemacht, ja, in Anführungsstrichen. Oder ich sage es so, ich hätte es von den Schalkern auch erwartet, dass sie sich darüber freuen, dass die Dortmunder absteigen. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man, keine Ahnung, ein schlechter Mensch ist oder sonst irgendwie was. Aber ganz ehrlich, eine Rivalität ist, gehört zur Identität von Schalke 04 auch mit hinzu. Ja, und wenn sich da alle immer nur lieb haben, dann ist es auch nicht cool. Dann ist es auch langweilig. So, und deswegen, lieber kein Mitleid. Mitleid ist das Letzte, was ich will. So, ich habe hier keine Versprechen hier. Ich habe keine anderen Versprechen mehr für den Bruder. So, Vertrag verhandeln. So, durch Entwicklungen, die seit unserem letzten Gespräch stattgefunden haben, benötigt mein Klient ein größeres Gehalt als besprochen. Oh. Dicker. Dicker. Junge, Junge. Ja, gehe ich doch trotzdem runter. Die Beratergebühr. Boah, was ein Penner. Was ein Penner. Alter, guck dir das an. Guck mal, sein Spieler soll 14,5 Schleifen bekommen und er nur für den Vertragsabschluss will er fast 100.000 haben. Was ein Penner. Guck mal hier, und kaum Geduld. Das ist ein geldgieriger Piranha, Leute. Das ist ein geldgieriger Piranha. Junge, Junge, Junge. Dicker. Das ist ja krank. Das ist ja krank, Junge. Hier, Hälfte kannst du haben, Junge. Maximal. Ist auch noch viel zu viel. So, gucken wir mal, ob es klappt. Ach, geht oder was? Hälfte ging auch. Ah ja, Manuel. Granate, ey. Frech. Wieso machst du nicht einen richtigen Karrieremodus-Streak bei FIFA 21 mit Schalke? Wo ist der Unterschied? Ach so, FIFA 21, Karrieremodus, habe ich doch schon gemacht, Clash Bros. Habe ich schon öfter gemacht. Was glaubst du, wie es im echten Leben aussieht? Ja, ehrlich, ehrlich. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich die Beraterkosten mal gegenübergestellt habe, ne? Das haben sich leider nicht so viele Leute angeschaut, aber ich kann euch das ja trotzdem mal gerade empfehlen. Weil ich eigentlich ganz immer noch ganz geil finde. Warte. Oder habe ich das nicht mehr? Doch. So, das habe ich noch. Also wen das gerade mal interessiert, so was Beraterkosten angeht, wer da einfach mal einen kleinen Exkurs gerade haben möchte, wir sind ja noch lange online heute, kann sich das hier mal reinziehen. Das ist echt krass, was da verdient wird. Es ist wirklich der Wahnsinn. Zieht euch mal das Video rein, dann seht ihr, was da in Real Life abgeht. So, ist auch ein bisschen witzig gemeint, auch das Video, aber deswegen, guckt, lohnt sich.
So, Klimaholz wurde akzeptiert. Okay, weiter geht's. So, unser Testspiel kommt. Hoffentlich jetzt. So. Boah, ich habe gar keinen Kaffee heute getrunken. Scheiße, nee. Wie soll ich das nur überstehen? Wo ich habe schon überlegt, die Kaffeemaschine hier drin, das wäre auch ganz nett eigentlich. Aber fürs Ambiente kann ich schön Käffchen mit euch trinken. So, Druck auf Schalke 04 wächst, Transfer von Klimowitz abzuschließen. Dicker. Schalke U19 spielt unentschieden mit eindrucksvollen Arno Bodem. Okay. Werden da gespielt. Spielbericht. Die U19. So, haben wir es denn? Spielstatistiken. 7 Schüsse aufs oder 4 Schüsse aufs Tor. 12 Fouls, 3 gelbe Karten. Okay. So, ich will jetzt aber gerne wissen, welche Spieler gut waren. Ach da. So, da haben wir es. Wer hat gespielt? Erstmal Wienand. Music. Ey, wir haben einen Spieler, der heißt Music. Auch nicht schlecht. Cabrera, Kurt, Janda, Lanfa, Gusi, Pavlidis, Mfundo, Arno Bodem und Rose. Okay. Rose ist echt ein großes Torwarttalent bei uns. Manon Busch. Ich habe Manon Busch beobachtet, als er bei 1. FC Heidenheim 2:0 Sieg über den LASK im Testspiel 90 Minuten als rechter Verteidiger spielte. Ich empfehle Busch weiter zu scouten. Meiner Einschätzung nach wäre er eine gute Verpflichtung. Okay, was kostet der Spaß? Nicht viel, ne? 25-jähriger Außenverteidiger. Hohe Einsatzfreude, Mut und Engagement. Teamspieler, ausgeglichene Persönlichkeit. Okay. So, da will ich aber mal eine Analyse für haben, für den Jungen. Diegui. Ich habe Diegui beobachtet, als er bei Ovidos überzeugendem 3:0-Sieg über Mafra im Testspiel 90 Minuten als rechter Verteidiger spielte. Übrigens, 104 Likes ist aber auch komplett wild, ne? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da vielleicht sogar noch ein paar Fake-Likes auch mit reingekommen sind als Reaktion auf die ganzen Dislikes, aber dennoch danke dafür. Danke für die Likes. Ich glaube, die meisten sind wirklich echt. Mal gucken. Das sieht man nachher aber auch. Dann werden nachher einfach, gehen einfach ein paar Likes wieder raus oder ein paar Dislikes auch raus, wenn die fake sind. Like is like. So sieht's aus. So, wer bist du denn? Geschätzter Preis. Extrem interessiert. Sollte als Spieler der Extraklasse in der dritten Liga gesehen werden. Wäre eine gute Neuverpflichtung. Aus Island. Könnte gut zu einem rechten Flügelverteidiger umtrainiert werden. Müsste die Sprache lernen. Okay, Antritt, Ausdauer, Schnelligkeit, Teamwork, Tackling, Antizipation, Einsatzfreude. Machen wir eine ordentliche Analyse hier. So, ich habe Nahuel Leiva beobachtet, als bei O-Videos. Ja, okay. Der kostet 1,6 Millionen, 23-jähriger Flügelspieler. Der hört sich interessant an. Antritt 13 bis 17, sehr schön. Einsatzfreude, Ballannahme.
Abschluss, ja, halbwegs okay. Technik, sehr gut. So, Analyse. Schmalz empfiehlt Quadeng. Quadeng. Sollte als Spieler der Extraklasse in der zweiten Bundesliga gesehen werden, wäre eine gute Neuverpflichtung. 23-jähriger Außenverteidiger. So langsam kommen ja auch bessere Vorschläge von unserem Scouting, ne? Das muss man ja wirklich mal sagen. So, der ist eigentlich ein bisschen zu teuer, aber ich werde den jetzt auch mal. Ach, guck mal, da haben wir doch eigentlich schon alles. Antritt. Oh, relativ langsam. Ausdauer, Balance, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Ah ja. Ach so, schnell, Antritt ist nur ist nur der Start, ne? Okay. Da du enormen Einfluss in dem Spiel hast, ist die Simulation eigentlich nicht angedacht. Du hast taktisch enorme Möglichkeiten während des Spiels. Ist aber natürlich ein mega Zeitfenster. Kessi, was spielst du noch für Spiele? FIFA, Fortnite und Rocket League. Beschleunigung, sagt Ahmed O. Aber auf meinem Zweitkanal dann, ne? Also alles, was nicht mit unmittelbar mit Schalke zu tun hat, also eine Schalke-Karriere, jetzt, ja, das zocke ich auch auf Schalke Update. Mal so, ehrlich gesagt auch. Mal auf Kesti, mal auf Schalke Update. Ansonsten die anderen Spiele, Fortnite, Rocket League. Einmal habe ich jetzt vor kurzem noch wieder Rocket League auf dem Hauptkanal gespielt, aber ist nicht angedacht. Soll er dann auch auf den Zweitkanal Kessi dann hinweisen. Beschleunigung. Danke, Ahmed. Ja. Wie viel kostet das Spiel eigentlich? Ich glaube, ich habe 30 € bezahlt, Fabian. So, okay. Enoch machen wir auch nochmal eine Analyse. Ich habe Amadou Traoré beobachtet. 18-jähriger Flügelspieler. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, unser Scouting wird echt besser, ne? Das sind so langsam die Spieler, die wir auch haben wollen. Auch eine Analyse machen. Marco Dimitrovic. Torwart. Torwart, nee, an die Torwartposition gehe ich nicht dran. Da gehe ich nicht dran, du. Kessi, du brauchst dringend die Spielerbilder und Mitarbeiterbilder, hebt das Spiel deutlich an. Wie geht das, Ali Bombasi? Zur Kenntnis nehmen. So. Pavlenka? Nee. Nee. Ludwig Augustinsson? Nee. Zu teuer. Vogelsammer? Oh, den haben wir ja noch erlebt jetzt. Ach, guck mal, da geht's sogar halbwegs. Stürmer. Analyse. Pazor Daka. Hier ein Vorschlag aus den zuvor zusammengestellten Scout-Berichten. Wollen nicht verkaufen. Digga, den will ich auch gar nicht haben. Nils Quaschner. Er ist derzeit vertragslos. Okay. Kenne ich nicht, den Bruder. Geschätztes Gehalt unbekannt, geschätzter Preis unbekannt. Wenn ich die Werte so sehe, dann sind die gar nicht so schlecht, ne?
Scouten. So gut der Paso, auch vertragslos. Scouten, 25 verbleiben. Ach du Scheiße, wie viele Leute habt ihr denn vorgeschlagen? Alter, unser Scouting arbeitet, Leute. Hast du keinen Xbox Game Pass? Nee, ich habe ja auch keine Xbox. Mahlzeit, hoffe ich, geht es allen besser. Besser, ja, Marius, besser, ja. Ja, aber ja. Wenn man VfL Osnabrück nicht absteigt, können wir ja nächste Saison wieder Videos dazu machen. Hey, Linus, moin! Wenn man VfL Wolfsburg Osnabrück nicht absteigt, können wir ja in der nächsten Saison wieder Videos dazu machen. Stimmt! Stimmt, Linus. Gute Idee. Gute Idee. Ja. Stimmt. Bist ja nicht nur Bayern-Fan, ne? Hab ich gesehen. Jo. Gute Idee. Behalte ich mal im Hinterkopf, Linus. Moin, Cassie sitzt gerade in Mathe und bin in der Klemme. Weißt du was über den Satz des Pythagoras? Nein. Ich habe mich damit in der Schule beschäftigt, aber ganz ehrlich, alles vergessen. Alles vergessen. Ja, ich weiß gar nichts mehr. Mich hat Schule früher einfach leider nicht interessiert. Er steht derzeit für 1,3 Millionen auf der Transferliste. Anthony Uja. Okay, Anthony Uja. Anthony Uja, ey, der ist doch gar nicht schlecht. So, da rufe ich mal direkt den Berater an, würde ich sagen. Zwar jetzt nicht ganz unser Alter, aber ich rufe mal dennoch den Berater an. Mal gucken, ob der Bock hat. Wird erwarten, um einen Platz in der Mannschaft zu kämpfen und in der Laufe der Saison auf viele Einsatzzeiten zu kommen. 13,5K, 1,3 Millionen werden die verlangen. Würde einen Wechsel reizen. Okay. Beenden. So. So, Anthony Uja. Zu alt? Das ist klar, dass der zu alt ist, aber im Endeffekt müssen die Mannschaft auch noch irgendwie aufstocken, ne? Also, lass mal nachdenken, wen haben wir denn jetzt als Stürmer? Klaas-Jan Hyntelaar, Paciencia. Zia und Uth. Uth steht auf der Liste. Und Talente haben wir Hoppe. Komm, ich mach mal ein Angebot, wenn wir den günstig kriegen können. Der hat ganz gute Werte. Ist ein Wandervogel, aber so, Ablösesumme 1,4 oder was wollen die haben? Ablöseforderung ist 1,3. Okay, alles klar. Ja, dann wollen wir weniger zahlen, würde ich sagen. 900.000 verhandeln. 1,2. Eine Million. 1,2 immer noch. K, das ist auch nicht das meiste. Puh. 1,1 verhandeln. Nach 50 Ligaspielen nochmal 2,2 hinzu. Ah, ein bisschen weniger, ne? Ah, 1.
180 verhandeln. Angenommen. Okay, gut. Jetzt müssen wir uns nur noch mit dem einig werden. Das braucht man später auch nie, sagt Timon. Ja, ist so. Es kommt drauf an. Ey, wer da Spaß dran hat, ja, der kann auch in gewissen Berufen, braucht er mit Sicherheit auch mal den Satz des Pythagoras, aber in 95% der Fälle, wahrscheinlich 99% der Jobs, braucht man nicht den Satz des Pythagoras. Marco. Hier ein Forscher aus den zuvor zusammengestellten Scout-Berichten. Jo, 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 jo. Brauche ich nicht. Innenverteidiger. Naja, sind wir auch noch ganz gut aufgestellt. Markus Karl, Innenverteidiger. Nee, 34-Jähriger, 33-Jähriger. Serdar Tusky. Ist vorbei. Eric Garcia, er steht auf der Leihliste bei Man City unter Vertrag. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Junges Talent, Eric Garcia. Marktwert liegt bei 20 Millionen. Ja, Digga. So, jetzt muss ich, habe ich aber gar keine Werte jetzt über ihn hier, ne? Analyse anfordern. Ja, müssen wir erst scouten, den Jungen. Er steht derzeit auf der Leihliste. Diogo Leite, 21-jähriger Innenverteidiger. Marktwert liegt bei 7,25. Analyse. Garcia läuft der Vertrag aus, sagt Ali Bombasi. Okay. Kessi, was ist deine Meinung zu den Angriffen auf die Spieler? Was ist deine? Ich frage jetzt einfach mal anders. Was ist deine Meinung dazu? Sag mal deine Meinung dazu. So, er steht derzeit für 2,6 auf der Transferliste. Nordfight? Nee. Bicakcic? Nee. Abdülkadir Ömür? Abdülkadir Offensiver Mittelfeldspieler? Welche Position? Rechter Flügelspieler. Okay. Oh, kriegt sehr, sehr viel Kohle. Eieiei. Bei Trabzonspor. Ah, nee, nee, nee. Das wird leider nix. Das wird nix. Borja Sanchez, 24-jähriger Mittelfeldspieler. Klassische Frage an Kessi heute, ja. Also ich habe meine Meinung dazu, BOFSJ, aber ich habe sie eben schon ein paar Mal gesagt und wie gesagt, heute Abend sprechen wir auch noch im Schalke-Update darüber. Heute um 22 Uhr kommt das. Borja Sanchez. Nicht. Yannick Haberer. Steht für 2 Millionen auf der Transferliste. SC Freiburg. So, jetzt die Frage, welche Position? Mittelfeldspieler zentral. Box-to-Box Mittelfeldspieler. Scouting erforderlich. Okay, Aggressivität. Finde ich gar nicht mal so uninteressant, ne? Also wenn wir noch ein paar Spieler abgeben. Den finde ich gar nicht mal so uninteressant, den Jungen. So, Dominik Drexler steht für 3,1 auf der Transferliste. Was kann der? Mittelfeldspieler links.
30 Jahre alt. Marktwert liegt bei 3,4 Millionen. Nee. Nee. Zur Kenntnis nehmen. Eggestein, 23-jähriger Mittelfeldspieler von Werder Bremen. Ich finde die Angriffe nicht in Ordnung. Das hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun. Das Schlimme ist, dass solche Idioten dem Verein und den richtigen Fans in ein schlechtes Bild rücken. Jo, stimmt. Richtig. Insgesamt hat Schalke 04 diese Saison ein Bild abgegeben, was da kann man jetzt auch die Fans zum Teil halt jetzt auch nicht mehr rausnehmen, was einfach blamabel ist. Einfach traurig. Ja. Und wie du sagst, geht nicht. So. Ich denke mir einfach immer nur so, ich möchte ja auch keinen auf die Schnauze bekommen, ja? Warum soll ich anderen dann auf die Schnauze geben? Kessi hat vor, nächstes Jahr auf FIFA 22 mit Schalke aufzusteigen und es wieder zu streamen. Ja, also selbstverständlich, McMorph. Klar. Sofortiger Wiederaufstieg. Frage ist nur, ob ich dann auf Profi stellen sollte oder auf Halbprofi. So, zur Kenntnis nehmen. Jopp. So, ein junger Österreicher. Marktwert liegt bei 40k. Geschätzter Preis 1,3. Interesse an Transfer zweifelhaft. Nee. Nee. Manuel Pridl steht derzeit für 1,2 Millionen auf der Transferliste. Position bitte. Ballerobernder Mittelfeldspieler. Okay. Zur Kenntnis nehmen. Steht für 1,2 auf der Transferliste. Nee. Michael Rensing, nee. Max Grün, nee. Marc Satkowski, er ist derzeit vertragslos. Kommt der her? Der Bruder. Reinhold Jabo steht derzeit für 2,3 Millionen auf der Transferliste. Okay, also für 2,3 können wir ihn haben. Marktwert liegt bei 2,6, ist 28 Jahre alt. Position zurückgezogener Spielmacher. Nee. Nee. Andrei Fomichow ist derzeit vertragslos. Außenverteidiger. Links außen. So, wen haben wir da? Hamza Mendil, Otschipka, ne? Nee. Luka Netz steht derzeit auf der Leihliste. Hertha BSC. Marktwert liegt bei 1,1 Millionen. Außenverteidiger. 17-Jähriger. Auch ein schneller Dude. Komm, wir machen mal zumindest eine. Ja, oder wir machen einfach mal ein Angebot. Einfach mal ein Angebot machen. Einfach mal ein junges Talent von Hertha mal ausleihen. So, Berater anrufen. Er ist unter keinen Umständen an einem Wechsel zu Schalke 04 interessiert. Wie kann das denn? Wie kann das denn? So ein geiler Verein, Junge. Oh.
Halsmaul, ey. Halsmaul, Luca. Ehre genommen. Wichtiger Tipp für die Zukunft: Schau immer ab dem 1.1., welche Spieler ablösefrei sind im Sommer. Einkaufen ab gewissen Marktwert sehr schwer. Vereine verlangen teilweise exorbitant hohe Ablösesummen. Okay. Und noch was, Spieler auf dem Transfermarkt bekommst du immer exakt für die Hälfte des Marktwerts. Verhandeln lohnt sich dann nicht. Spieler auf dem Transfermarkt bekommst du immer exakt für die Hälfte des Marktwerts. Verhandeln lohnt sich dann nicht. Spieler auf dem Transfermarkt bekommst du für die Hälfte des Marktwerts. Warum? Das wäre ja ein bisschen pauschal und macht das Spiel sehr, sehr einfach. Ist das so? Weil teilweise wird ja auch abgelehnt. Also das checke ich jetzt nicht ganz, Ali. Das checke ich nicht wirklich. So, zur Kenntnis nehmen. Er steht derzeit für 2,7 auf der Transferliste. Tin Yedwai. Außenverteidiger. Auch kein schlechter, ne? Steht derzeit auf der Leihliste Jannis Wiekow, 20-jähriger Außenverteidiger beim St. Pauli. Ja, nee, also Spieler von St. Pauli ausleihen? Nee. So. Weiter geht's. So, das ist unsere Mannschaft. Ich habe sie jetzt mal einmal aufstellen lassen vom Norbert Elgert. Hüntela und Uzun im Sturm, Harit dahinter, Bentaleb auf der linken Seite, rechts Mascarell, Suat Serdar im defensiven Mittelfeld, links Hamza Mendil, Nastasic, Sané und Ludewig in der Verteidigung und Langer im Tor. So, das haben wir. So, das ist okay. So, Teamauswahl. Zum Spiel. Erfreut. Der ausgewählte Spieltagskader wird über die Aufstellung und den taktischen Plan über das anstehende Spiel informiert. Sechs Spieler sind nicht mit der Formation vertraut. Eieieiei. Und sind beunruhigt. Eieiei. Leute. Aber Nabil Bentaleb freut sich. Und Hamza Mendil. Ja gut, haben wir genau die richtigen glücklich gemacht. Danke nochmal, Norbert Elgert. Auf dich höre ich auch nicht mehr. Tag, Marcel. Wie geht's? Max, moin. Ist der Stürmer von Darmstadt eigentlich schon fix? Nein, Ingo. Nicht, dass ich wüsste. Kann dir empfehlen, die Testspiele zu simulieren. Ist eigentlich ein zu großer Zeitfresser. Okay. Ja gut, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Gehen in die Kabine. So. Wir spielen gegen den SV Bad Ischgl. Sollte eigentlich gehen, ne? Das ist eure Chance, mich zu beeindrucken, euch einen Platz in der ersten Elf zu sichern, sagt Norbert Elgert, soll ich sagen. Jetzt liegt es an euch. Gutes Spiel. Wir sind der Favorit und sollen einen lockeren Sieg einfahren. Jo, das sehe ich so. Das sollten wir leicht und locker für uns entscheiden. So sehe ich das. So, nochmal an die Verteidiger.
Ich möchte, dass er eine saubere Leistung in der Defensive abliefert. Hände an den Hüften? Nee. Hände zusammenlegen? Nee. Fäuste ballen. So. Wer ist da wieder selbstgefällig? Amin Harit. Bitte, Bruder. So, Mittelfeldspieler. Ich möchte, dass wir im Mittelfeld die Oberhand haben. Sorgt dafür. Zeigt mir, warum ihr im Team stehen solltet. Jawohl, können wir auch machen. Wieder ganz schön realistisch hier heute das Spiel. So, Stürmer. Ich möchte, dass ihr uns einige Tore beschert. In so einem Spiel. Jo. Anstoß. Einen wunderschönen guten Tag an alle zusammen. Sascha, moin, wie geht's dir? So Leute, und es geht los. Hier direkt am Ball Matija Nastasic und Nabil Bentaleb jetzt. Suat Serdar, Matija Nastasic und Schalke 04 kommt ganz gut eigentlich ins Spiel, befindet sich jetzt im Strafraum. Der Gegner Hamza Mendil jetzt nochmal den Versuch der Flanke und Silberbauer haut das Ding raus. Salif Sané jetzt am Ball. Salif Sané bringt den Ball nach vorne. Starker Pass, findet leider keinen Anschluss und da ist es jetzt Kilian Ludewig. Kilian Ludewig versucht sich durchzutanken. Der Ball kommt auf Umwegen zurück zu Suat Serdar. Suat Serdar zu Omar Mascarell, der jetzt im Strafraum spielt, wieder zurück zu Suat Serdar. Nabil Bentaleb. Suat Serdar. Nabil Bentaleb hier übrigens mit der Hacke. Also wirklich, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit würde sich der Trainer in diesem Spiel wirklich wünschen. Klaas-Jan Huntelaar. Suat Serdar. Marc Uth. Omar Mascarell, Mascarell jetzt zurück zu Uth. Uth. Ah, mit dem Versuch und da der Versuch und da ist es Hütter, der die Hütte dicht hält. Puh, Ecke für Schalke 04. Ecke für Schalke 04. Der Ball kommt hoch rein und Klaas-Jan Huntelaar mit dem Versuch und auch dabei bleibt es beim Versuch. Der Trainer wird langsam unruhig und feuert jetzt erstmal seine gesamte Mannschaft an. So, Kilian Ludewig kommt jetzt in den Strafraum rein. Kilian Ludewig. Kilian Ludewig spielt zurück zu Mascarell, der aus dem Rückraum und das ist das 1 zu 0 für den FC Schalke 04 hier im Spiel gegen den SV. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. In diesem absolut wichtigen Vorbereitungsspiel. Es ist wichtig, sich hier auch die Erfolgserlebnis zu holen. Da sehen wir das Tor nochmal und Omar Mascarell macht das sehr, sehr abgeklärt. So, das war doch ganz gut. Omar Mascarell jetzt mit dem Freistoß. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Jawohl, gibt es das Spiel auf PC und wenn ja, was kann man da alles machen? Boah, musst du eben gucken, Sascha, was man alle machen kann. Football Manager, du kannst eigentlich alles machen, was ein klassischer Manager auch machen kann. Weiter geht's. Silberbauer jetzt am Ball. Versucht sich durchzusetzen gegen den großen Favoriten. Lagner. Lagner mit dem langen Ball nach vorne, aber Salif Sané ist da und jetzt ist Omar Mascarell und Schalke kann jetzt kontern. Marc Uth. Kilian Ludewig. Kilian Ludewig. Omar Mascarell. Omar Mascarell zu Bentaleb und der aus dem Rückraum. Und das ist schon das 2 zu 0. Und das scheint ein ruhiger Nachmittag heute zu werden für die Schalker. Das sieht wirklich gut aus heute. Gibt es das auch auf dem Handy? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss mal gucken. Football Manager 2021 heißt das. Hab Schalke Arena auf eBay Kleinanzeigen gesehen. Also wirklich. Fußball-Expertino. Also. Kilian Ludewig jetzt. Zu Marc Uth. Klaas-Jan Huntelaar. Oh, und da versucht das, da wäre Schalke beinahe schon in der 23. Minute mit 3 zu 0 in Führung gegangen.
Jetzt kommen die. Ich habe immer noch den Namen vergessen von dieser Mannschaft. Wie heißen die nochmal? Irgendwie Bart Hasse nicht gesehen. Da gibt es das Gegentor und zwar für den SV Bad Ischgl. Und jetzt weiß ich es auch wieder. Und da präsentieren sich die Schalker wieder mal in einer blamablen. Aber das ist aber auch verdammt gut gemacht, ne? Das war aber auch verdammt gut gemacht von Heidegger. Volley das Ding oben in den Winkel reingeknallt. Unfassbar. Der SV Bad Ischgl geht in diesem Vorbereitungsspiel doch tatsächlich nicht in Führung, aber ja, trifft das Tor. Kostet 10 € auf Handy, lade ich mir runter. Ah, guck, cool. Also auf PC kostet irgendwie 30 €. Und Schalke 04 versucht es weiter über Hamza Mendil. Amin Harit. Und das gibt es. Da gibt es Elfmeter. Jawohl. Sehr gut. Warum habe ich eigentlich die Kopfhörer nicht auf? Dann höre ich auch, was da passiert. Klaas-Jan Huntelaar tritt an. Und Klaas-Jan Huntelaar macht das Ding eiskalt und trocken. Und dafür lässt er sich feiern. Zu Recht. Zu Recht. Das war sehr abgeklärt. Hört ihr eigentlich den Spielsound? Und es geht weiter. Mascarell zu Uth. Kilian Ludewig hier direkt mit dem 4 zu 1 gegen den SV Bad. Ich hab's wieder vergessen. Bad Ischgl. Unglaublich. Unglaublich. Fede, hi, bevor du fragst, ich habe heute gar nichts gegessen. Der beste Football-Manager ist von EA. Okay, Sound ist da, sehr gut. Nico, moin, wie geht's dir? Stark da, jawohl, sehr geil. Hört man? Perfekt, super. Okay, Schalke 04 hier mit 66% Ballbesitz, 89% angekommene Pässe. Naja, gut, wir dürfen es nicht übertreiben. Wir spielen gegen SV Bad Ischgl. Aber immer, immerhin. Das war aber auch ein Gurkentor, was wir uns da kassiert haben. Das passiert nur einmal in, keine Ahnung, in 12 Jahren. Halbzeit übrigens. Wir gehen jetzt mal in die Kabine und sagen. Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Leistung. Weiter so, Jungs, sagt Norbert Elgard. Ich freue mich sehr über eure Leistung bisher. Macht weiter so. Lehnt euch jetzt bloß nicht zurück. Ich bin unzufrieden. Ah, ich bin schon zufrieden. Ich bin schon sehr zufrieden. Doch, doch. Oh, immer diese Gestiken, ne? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ausgestreckte Arme. Arme nach oben werfen. Wasserflasche werfen. Ja, genau. Freunde und dann Wasserflasche werfen. Komm. Ich bin sehr zufrieden. Wirkte beflügelt und motiviert. Ja, sehr schön. Das läuft doch. So. Mehr muss ich auch gar nicht sagen. Da gibt es keine extra Ansagen. Oder? Ah, es ist schon okay, das passt schon. Mehr sage ich dazu nicht heute. Wir können auswechseln. Warte, ah, machen wir im Laufe des Spiels. So, die Frage ist nur mal wieder, wie der Herr Kestermann möchte gerne wissen, wie das geht. Oh, Schalke hier mit dem Freistoß. Amin Harit bringt den Ball rein. Das war der erste gute Freistoß von Amin Harit in dieser Saison.
Da, Nabil Bentaleb, Amin Harit, Salif Sané, Amin Harit. Ha, schade, schade. So, weiter geht's. So, jetzt habe ich mal auf Pause gedrückt. Jetzt müsste ich ja eigentlich auswechseln können, ne? So, wer ist denn hier? Schalke Nummer 4 Statistiken. Amin Harit spielt nicht gut. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja, ne? Und links Taktik und Wechsel. Du spielst gegen eine Rumpeltruppe, Kessi, da reicht ein 4-1 nicht. Ja. Haben wir bei Stream geguckt, kostet 60 Euro. Ich meine, ich glaube, ich habe bei Amazon bestellt. Oder lass es 40 Euro gewesen sein, aber 60 nicht, ne. Hey Kessi, hast du die bittere Pille vom Dienstag schon verdaut? Geht's dir besser? Machst du für dieses Manager-Game jetzt auch Werbung für den Cast Game YouTube-Kanal? Nichts. Hocke tatsächlich einfach jetzt auf Schalke Update in Online-Fußball-Manager. Ja. Ja. Hängt auch damit zusammen, weil wir haben bald eine lange Sommerpause und auch da brauche ich Content für. Und ja, da werde ich dann mit Sicherheit das eine oder andere Mal dann Football Manager mit euch zocken oder FIFA oder andere Sachen. Natürlich dann immer mit Schalke. Aber ja, genau. So. Welche Mannschaft empfiehlst du mir bei dem Spiel? Keine Ahnung, Patrick. Ich zock das zum ersten Mal. Also ehrlich, da musst du einen echten Experten fragen. Kannst du Ali Bombasi fragen? Der hat auf jeden Fall Ahnung davon. So, Taktik und Wechsel. Achso, Taktik und Wechsel, sehr schön. So, Intensität. So, Grundausrichtung kontrolliert. Ballbesitz. Also die Taktik läuft ja heute, ne? Das kann man ja schon wirklich sagen. So, spielt ganz okay nur der Amin. Suat Serda spielt auch nur ganz okay und Salif Sané auch nur ganz okay. Okay, so, mein Bruder Armin geht jetzt. Warte. Ach, wo geht's denn? Wo geht's denn? Wo geht's denn? Wo geht's denn? So, warte, ich ziehe ihn mal raus. So, und jetzt kommt Steve Skripski doch nicht rein. Nee. Steve Skripski? Jan Bosshorn will ich rein. Rein haben. So, Jan Bosshorn, jetzt ist er drin. Sehr schön. Okay. Desinteressiert, was ist mit dem Jungen los? Spiel. Tu deinen Job. Bestätige Wechsel. Einzelgespräch. Mit Jan Bosshorn. Zeig, warum du im Team stehen solltest. Der Druck ist weg, du kannst heute ganz befreit aufspielen. Zeig mir, was du drauf hast. Ja. Zeig mir, warum du im Team stehen solltest. Wechsel bestätigen. Ab geht's. Let's go. Oma Mascarell jetzt mit der Ecke. Oma Mascarell bringt ihn rein, aber da kommt keiner hin. Kilian Ludewig jetzt aus dem Rückraum.
Wechselt nochmal die Seite auf Omar Mascarell, auf die rechte Seite. Omar Mascarell an der Strafraumgrenze. Suat Serdar. Suat Serdar weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Bringt ihn dann aber doch zu Can Bosford und über Umwege über zu Mendil. Und der schießt den Torwart an. Und das Ding ging drüber. Omar Mascarell jetzt. Omar Mascarell zu Klaas-Jan Huntelaar. Aber der kommt nicht an den Ball. Weiter geht's. Der SV Bad Ischgl jetzt im Angriff. Schalke holt sich den Ball zurück. Und es gibt einen Foul. Schalke im Angriff. Schauen uns die Szene wieder an. Hamza Mendil. Klaas-Jan Huntelaar. Mendil. Mendil jetzt über die linke Seite. Tankt sich durch. Hamza Mendil bringt den Ball zurück zu Omar Mascarell und der schießt und der geht daneben. Schade, schade, schade. Omar Mascarell könnte sich heute für ein gutes Spiel, könnte er sich belohnen, tut es aber in dem Fall nicht. So Leute, bisschen mehr Gas geben hier nochmal. So, Omar Mascarell, Kilian Ludewig. 4 zu 1, das reicht mir hier heute noch nicht. Ein Tor will ich noch mindestens sehen. 10 Minuten sind noch zu spielen. Jetzt aber erstmal der Konter von Riedel. Riedel läuft über die komplette linke Seite. Bringt den Ball in die Mitte und da steht er so frei, der Hirt. Da steht er so frei. Unfassbar. Unfassbar. Wie kann das möglich sein? Mann. Can Bossoan. Omar Mascarell. Kilian Ludewig jetzt. Kilian Ludewig zu Marc Uth. Omar Mascarell. Can Bosdoğan. Omar Mascarell. Suat Serdar. Hamza Mendil. Hamza Mendil im Strafraum schießt und der geht nicht rein, denn der Torwart ist da. Und es sind immer noch 10 Minuten zu spielen, Leute. Kommt. Die Ecke. Von Omar Mascarell. Omar bringt ihn rein. Wird allerdings geklärt. Schade. Mascarell. Can Bosdoğan. Salif Sané. Suat Serdar. Komm, Suat. Suat. Das ist Standfußball. Hamza Mendil. Das auch. Es geht weiter. Es geht weiter. Schalke bekommt keinen Zugriff. Gibt es doch mal ein Highlight. Es sieht nicht danach aus. Die letzten 2 Minuten werden gespielt. Einen Freistoß wird es noch geben in dieser Partie. Omar Mascarell auf Uth und der haut da vorbei am Ball. Scheiße. Und das war's. Schalke 04 gewinnt dieses Spiel gegen den SV Bad Ischgl. Und ja, es war ein verdienter Sieg, natürlich, klar. Wir hätten uns mehr erhofft, zumindest in der zweiten Halbzeit noch von der Mannschaft, aber es war immerhin ein Sieg in diesem Vorbereitungsspiel. Puh, nach all der Stichelei trifft es mich jetzt doch, dass man sich als Schalke in eine fiktive Realität flüchten muss, um so etwas wie Freude zu empfinden. Es ist so. Es ist so, Darf Tavrin. Es ist so. Man muss sich wirklich in eine fiktive Realität reinbegeben, um Spaß zu haben, ja. So, wir haben zwar gewonnen, aber ich bin trotzdem unzufrieden mit eurer Leistung zu heute. Ja, eigentlich schon, ne? Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung. Naja. Gut gemacht, Männer. Schöner Sieg von uns. Naja, heute hat es gerade so gereicht. Für ein Vorbereitungsspiel war es eine gute Leistung. Wir kommen Schritt zu Schritt näher an den Punkt, an dem wir zu unserem ersten Pflichtspiel sein wollen. Das ist für mich realistisch. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Sehr gut. Okay. So, Testspiel, komfortabler 4 zu 1 Sieg für Schalke 04. Eine gute Leistung im Öko-Box-Stadion, wo sie mit dem SV Bad Ischgl zu tun hatten. Schalke 04 kam gut ins Spiel, bereits in der 9. Spielminute setzt der Carrilero Omar Mascarell in einem platzierten Schuss in das untere Eck ein, bla bla, sehr gut. Okay, passt.
Angebot für Uja wurde akzeptiert. Okay. An Peter Knebel übergeben? Nee, Digga. Nee, 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 Peter. So. Da hätte mein Klient gerne in den Vorgesprächen garantiert, eher in die eigentlich Vertragsverhandlungen eintritt. Rotationsspieler. Maximal, Bruder, ne? Joker. Du bist Joker, mein Freund. Versprechen vorschlagen. Reicht. Okay. Vertrag verhandeln. So, 2 Jahre Vertrag. 2 Jahre. 2 Jahre, ja, ich glaube, mehr möchte ich hier noch gar nicht haben. Ah, nee, nee, komm, machen wir 3. 3, Digga. So. 13,5K, da gehen wir noch ein bisschen runter. Der hat Bock bei uns zu spielen, da merke ich schon. Loyalitätsbonus. Meinetwegen, Beratergebühr, Digga, mach dir die Taschen nicht so voll, Junge. Frechheit. Auflaufprämie. Ja, meinetwegen, Torprämie, die müsste eigentlich höher sein. Auflaufprämie, gehen wir mal ein bisschen runter, aber hier, Torprämie, sehr gerne. Verhandeln. Beratergebühr. Wieder hochgepusht hier. 30. 13,5. Nee, immer noch nicht. 11. Auflaufprämie. Nein. Verhandeln. Der geht gar nicht runter. Der geht gar nicht runter, der Junge. Hab heute Geburtstag. Moin Ingo, herzlichen Glückwunsch. Sehr cool. Kann sich Schalke noch retten? Die Frage, ich verstehe sie, ne? Ich verstehe sie. Ey, Schalke muss sich jetzt mal fangen in der nächsten Saison. Keine Ahnung. Ich denke schon. So, aber was im Moment ist ja einfach nur Chaos und ja. Einfach nur Chaos im Moment. Mal gucken, wie es weitergeht. Danke, jawohl, alles Gute, genau. Die Mannschaft, gegen die du gespielt hast, spielt in der oberösterreichischen Liga. Ja, ich weiß, ich weiß. Ah, und ich lobe die Mannschaft auch noch. Anthony Uja. So, jetzt geh von deinen Verhandlungen, von deinen Dings runter, sonst habe ich keinen Bock mehr mit dir zu verhandeln. Von deinen Forderungen. Ach, jetzt ist okay, oder was? Jetzt ist okay. Alles klar. Gut. Haben wir das. Beenden. So, da haben wir. Weiter geht's. So, wir gehen mal auf Scouting. Zwei verbleiben. David Soria. Okay. So, wo sind eigentlich unsere ganzen Analysen, die wir jetzt angefordert haben? Weiß das jemand? So, wer ist das hier? Torhüter? Nee, nee. Matthias Oliveira, Außenverteidiger. Außenverteidiger. Habe ihn beobachtet. Als linker Verteidiger hat er gespielt. Wäre eine sehr gute Verpflichtung.
Aha. Digga, aber viel zu teuer. Viel zu teuer. Okay, weiter geht's. Scouting-Reiter und dann oben in die Rubrik gescoutet. Danke dir. Danke dir. Es ist ja echt gut, dich hier zu haben. Danke dir, Ali. Vorstand raus, da geht's schon los. Da geht es schon los. Gescoutet. Die habe ich alle gescoutet? Wow. Ah nee, also die sind auch von einfach so von den Scouts gescoutet worden. Okay. Alles klar. Aktionen. Da kann ich jetzt wahrscheinlich nichts auswählen. Volle Kenntnis haben wir nicht. Okay. Suche bearbeiten. Moin, was hast du bis so gemacht in FM? Das erste Spiel haben wir eben gehabt. Das erste Spiel haben wir gehabt. 4-1 gewonnen. Das zweite Spiel eigentlich, ne? Das zweite. Das erste Spiel war ja gegen unsere zweite Mannschaft, das einfach mal 0-0 ausgegangen ist. Jo. So. Ich glaube, die sind einfach alle noch nicht durch, die ganzen Analysen. So, das ist das nächste Testspiel jetzt, ne? Ciao, stimmt Geschäft mit Union Berlin zu? Wer hat denn jetzt den Ciao verkauft? Hat der Knebel jetzt einfach den Malik Ciao verkauft? Achte rechts auf die Empfehlung über 8,85, dann lohnt sich ein Kauf, wenn bezahlbar. Okay, danke dir. Danke. Sag mal, was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Malik Ciao. Tausch mit Uja? Ich habe den noch nicht zum Tausch angeboten, oder? Aber habt ihr das gesehen? Habe ich den zum Tausch angeboten mit Uja? Also wenn, dann war das aber ein großer Fehler. Ach du Scheiße. Oder Knebel war's.
Aber ich kümmere mich doch schon um den Kader. Das checke ich halt gar nicht jetzt gerade, ne? Das checke ich echt gar nicht. Ich glaube, der Sportdirektor, ich glaube, ich kann ihm gar nicht so richtig entmachten, oder? Verhandelt Verträge von Neuverpflichtungen. Führt Verhandlungen. Also wenn ich jetzt gleich den Ciao verkauft habe, ne, dann bin ich aber. Dann ist aber traurig. Moin Kesti, wie geht's? Abstieg schon einigermaßen verdaut? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hilft es gerade so ein bisschen hier in meine Traumwelt rein zu flüchten. Aber ansonsten, nee, irgendwie nicht. So, wir sprechen mal ein bisschen mit unserer Mannschaft, würde ich sagen. Mannschaftsgefüge. Hierarchie. Unbeschwert, professionell. Okay. So, ich will mal ein Einzelgespräch mit einigen Spielern machen. So. Kann ich das auch irgendwie verhindern, dass der Ciao geht? Ich lobe ihn einfach mal. Ich krieche ihm einfach mal in den Arsch. Vielleicht hilft das was. Ja, kannst du verhindern? Wie? Wie? Du musst zwingend die Mitarbeitereinstellung vornehmen. Ja, aber wie, Ali? Wie, mein lieber Freund? Wie? Ich sehe hier die Aufgaben und ich sehe nicht, wie ich den Sportdirektor hier entmachten kann. Weil da steht auch überall ich drin mit meinem Namen. Da steht auch überall ich drin. Hier, Verträge, Vertragsgespräche, ich. Vereinen anbieten. Da komme ich halt nicht hinterher. Kennst du auch, wenn wir abgestiegen sind, wirst du weiter auf die Spiele reagieren, oder? Ja, klar. Ja. Den Kanal, den wird es auch weiterhin geben, auch in der zweiten Liga. Das hatte ich euch schon versprochen. Jo. Kessi, kann es sein, dass du dem Ute hinterhergerufen hast? Nein, das war ich nicht.
Erstmal weiter. Oh, wir spielen gegen RB Salzburg. Ay, caramba. Kein Interesse an Skripski. Ja, scheiße. Müssen wir echt runtergehen hier, oder was? Aliou geht zu Greuther Fürth. Okay. Kann jetzt abgeschlossen werden. Ist okay. Ist okay. So, ich habe dem Aliou versprochen, dass er ausgeliehen wird, deswegen. So, weiter. Scout-Bericht. Berisha, Dhaka. Okay. So, also das wird jetzt mal ein interessantes Spiel. Also, ciao. Gehe auf die Transferübersicht und lehne rechts auf das Kreuzesangebot ab. Okay. Transferübersicht. Da ist keiner. Da ist kein Kreuz. Das ist das Problem. Da ist einfach kein Kreuz. Ali, da ist kein Kreuz. Wegen Mitarbeiteraufgaben in der Rubrik Mitarbeiter musst du händisch die Sachen noch umstellen, aber nicht im zweiten Reiter, sondern im ersten, wo die ganzen Aufgaben in Sätzen stehen. Okay, so. Aufgaben. Hier. Oder hier. Nee, Aufgaben. Der Rubrik Mitarbeiter. Allgemein. So. Kümmert sich auf die Mannschaftsaufstellung? Ich. U19 will ich gar nicht machen. Okay, Einstellungen, Entlassung des Leihkoordinators, Jugendabteilungsleiter, Chefscout, Mitglieder des Schalke 04 Trainerteams, Scouting-Abteilung, mach alles ich. Okay. So, was macht Peter Knebel? Einstellungen und Entlassung von Mitgliedern des Schalke 0 U19 Trainerteams. Ja, soll er doch machen. Die U19 juckt mich doch nicht. Einstellung und Entlassung von Schalke U19 Mitarbeiter in der Scouting-Abteilung. Jo. Mitarbeiter in der medizinischen Abteilung soll er auch weiterhin machen. Einstellung und Entlassung von Mitgliedern des FC Schalke 04 zwei Trainerteams macht auch er. Medizinische Abteilung macht auch er. Das macht auch er. Okay. Wo steht jetzt hier, dass der Peter Knebel mir Spieler verkaufen darf? Steht ja hier gar nicht. Kannst du da auch an der ESL teilnehmen, an der Super League oder was? Kannst du, achso, in langsamem Modus ist noch drin, ja klar. Kannst du da auch an der ESL teilnehmen? Achso, haben wir schon. Zweite Liga mit Bremen, Schalke, HSV, das wäre schon wild. Naja, Bremen sieht ja gerade nicht danach aus, ne? Wobei Bremen auf Dauer, glaube ich, auch noch Schwierigkeiten bekommen wird. Also sie müssen irgendwann die Kurve kriegen, dass sie wirklich ein junges Team finden, was sich wirklich einspielt und was nachhaltig erfolgreich ist. Ansonsten kann das für Werder Bremen auch schnell passieren, das stimmt. Geh mal oben im Reiter weiter nach links. Okay, weiter nach links.
Wohin? Wohin, Ali? Ach da. Nee. Auch nicht. Übersicht. Ah, okay. Transferabteilung. Bremen sieht doch auch voll nach zweite Liga aus. Sie haben nur 4 Punkte Abstand, auch Hertha und Köln. Wenn die jetzt alles verlieren, dann können die auch noch absteigen. Okay, andere Rubrik. Übersicht. Führungsebene. Na. Übersicht. Ganz oben die Rubrik, erkenne die Schrift auf dem Handy leider gerade nicht. Wir haben hier die Rubrik Übersicht, heißt die. Die heißt Übersicht. Mitarbeiter Schalke 04. Oder ich muss einfach Knebel an die Luft setzen. Einfach Knebel rausschmeißen. Moin Sascha, moin. Moin, hoffe es geht den Umständen entsprechend gut. Den Umständen entsprechend, ja, Sascha. Ja. Da standen ganz viele einzelne Sätze. Die hier wahrscheinlich. Wir mal auf Mitarbeiter. Bei Scouts so. Steht aber nichts wegen Transfers. Guck die einzelnen Punkte durch und delegiere ein paar. Ja, wie gesagt, hier steht nicht, dass der dazu berechtigt ist, irgendwelche Spieler zu verkaufen. Der Bruder Knebel. Steht hier einfach nicht. Sorry, oder ich bin blind. Es steht hier nicht. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter. Trainingsplan für die kommenden Wochen. Okay, so, nächste E-Mail. Ratschläge zur Aufstellung. So, mein lieber Freund. Nee. Nee. Das machen wir nicht, du. Nobby. So, ich will heute mal unsere erste Elf, also zumindest die Stand jetzt erste Elf, will ich mal spielen lassen. Und zwar
So, dann haben wir hier Klaas-Jan Huntelaar, Marc Uth, Amina Ried, Nabil Bentaleb. So, für Nabil Bentaleb möchte ich gerne Can Bossuan spielen lassen. Omar Mascarell möchte ich gerne Benjamin Stromboli spielen lassen. Suat Serdar soll drin bleiben. Hamza Mendil. Für den spielt. Wo ist er? Ist der Kolasinac? Da. Kolasinac. Für Langer spielt mein Bruder Ralle. Timo Becker spielt für Kilian Ludewig. Malik Chau spielt für Matija Nastasic. Okay. Was suchst du da? Ich suche die Möglichkeit, wie ich Peter Knebel entmachten kann, weil ich habe die Befürchtung, dass Malik Chau jetzt den Verein wechselt, aufgrund dessen, weil Peter Knebel ihn einfach verkauft. Kann das sein in dem Spiel? Hast du die Schubert-Leihe abgebrochen? Nein. Nee, nee. So, weiter geht's. Okay, so, ein ernsthaftes Testspiel steht vor der Tür. Aber vorher noch die Gegneranalyse. Dynamisches Kontern. Mal gucken. Mal gucken, wie das abläuft. Zwei Spieler werden Profi, Sidi Sané und Cabrera. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr geil. Okay. Sidi Sané. Kein Interesse an Mustafi. Keiner möchte ihn haben. Das ist natürlich ein Träumchen. Gehen wir mal ein bisschen runter mit dem Preis. Und versuchen es nochmal. Zusammenfassung der Trainingsratschläge. Malik Chau will mehr Training für technisches Defensivspiel. Okay. Simon Hensler, Torwartbälle und verteilen. Aha. Auslastung, Mitarbeiterstab besser verteilen. Oh. War das richtig? Ich denke, Naldo sollte bei der ihm zugewiesenen Aufgabe, das Training für taktische Ballbesitzspiel von Schalke 04 zur Hand haben, ersetzt werden, da er zu viele verschiedene Bereiche abdecken soll. Fürs taktische Ballbesitzspiel, das taktische Training, nee, das sollte Naldo auch nicht machen. Das sollte er nicht machen. Das stimmt. Gute Idee. Nobby. Wenn das so eingestellt ist, ja. Unter Mitarbeiteraufgabentransfer, das stellt so ein, wer wie was macht. In der Regel erstens, wer Anfragen annimmt, zweitens, wer verhandelt, drittens, Transfer bestätigen. Ich kann jetzt nochmal reingucken, Leute, aber es war da gerade nicht. So, Mitarbeiter, Aufgaben, Transfer. So, und da bin ich überall der Hauptverantwortliche. Da ist nichts delegiert. Warum willst du Mustafi verkaufen? Ich wollte eben alle verkaufen. Die halbe Mannschaft steht auf der Liste.
Stopp, da ist alles, sagt Sascha. Okay, aber da bin ich doch schon überall für verantwortlich. Checke ich auch nicht mit. Schau und Knebel hatte ich nach 400 Spielstunden noch nie und es sei denn, der hat eine Ausstiegsklausel. Ach so, okay. Das kann sein. Ja, dann wird keiner was machen, sondern du musst alles machen. Da wird also kein Sportdirektor oder sowas machen. Okay. Ich meine, Angebote lehnt der Knebel bei mir auch ab, ne? Deswegen. Was ich jetzt auch nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Aber macht er. So, was haben wir jetzt hier? Einführung, medizinische Abteilung, Saisonvorschau Bayern 04. Oh, das wird unser erster Gegner sein. Okay. So, medizinische Abteilung. Muskelbündelriss an der Oberschenkelrückseite, Blasen am Fuß. Benito Raman fehlt immer noch wegen Blasen am Fuß. Seit 5 Tagen, noch 1 bis 4 Tage. Alles klar. Anne Bode unterschreibt Vorvertrag. Sehr schön. Gut. Mfundo wird Profi. Adi Mfundo. Sehr gut. Kein Interesse an Skripski. Kriege ich halt zu viel, ne? Spielvereinigung Greuther Fürth hat wegen einer Leihe von Sané angefragt. Nein, Digga. Da will er jetzt wahrscheinlich noch hin, ne? Mein Klient erwartet, dass das Angebot von der Spielvereinigung Greuther Fürth wie versprochen angenommen wird. Scheiße, ich habe es ihm wirklich versprochen im City Sané. Wir verleihen gerade unsere Spieler alle nach Greuther Fürth, ey. Ah. Gehaltsanteil bei Einsatzzeiten 100 bitte. 100%. 100. Dauer bis Ende der Saison. Jupp. Vereinbarte Einsatzzeiten, Stammspieler. Ha! Sehr gut. Digga, 100. 100. Hör mir zu. 100. Hör mir zu. 100. So, jetzt sind sie schon fast bei 100 angekommen und jetzt machen sie es. Sehr schön. Schaue schon vorhin selber. Habe ich echt selber zugestimmt, Frankie? Dann ist das voll an mir vorbeigegangen. Dann habe ich einfach schnell geklickt. Oh, ich Idiot, ey. Scheiße. Dann war ich es doch selber. Danke dir, Frankie. Dann habe ich selber zugestimmt. Ich Idiot. Kacke. Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Für einen Anthony Uja. Anfang ist immer brutal. Du solltest bei jungen Spielern einstellen. Keinerlei möglich, wenn du die selbst spielen lassen willst bei dir. Okay. Danke dir, Frankie. Wollte kurz aufklären. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch wichtig zu wissen für mich, dass ich selber verbockt habe. Ah, Scheiße. Hi, was ist das für ein Spiel? Das ist Football Manager 2021. So, es geht los.
Hüntelaar sichert sich einen neuen Dreijahresvertrag. Ich habe ihm doch keine 3 Jahre gegeben, oder? Ach du Scheiße, Leute. Ich habe ihm noch keine 3 Jahre jetzt gegeben, dem Klaas-Jan Hüntelaar, oder? Der ist dann 40. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss echt an meinen Manager-Skills arbeiten. Ach du Kacke. 3 Jahre. Scouting von Golla ist abgeschlossen. Okay. Leute, ich gehe mal kurz zur Toilette. Ich bin sofort wieder da. Achtest generell nicht auf die Vertragslänge. Ja, Ahmed, hast du recht. Hast du recht. Ich muss da genauer werden, auf jeden Fall. Ist so. Kessi, am 12. Mai um 18 Uhr spielt Schalke versus Hertha. 12. Mai? Oh, danke dir. Danke dir für die Info. 12. Mai, 18 Uhr. Okay. So, Eichhorn beendet Scouting von Golla. Jetzt gucken wir mal. So, linker Mittelfeldspieler. Kann auf mehreren Positionen spielen. Okay. Muss an Selbstvertrauen gewinnen. Wird wohl eine Randfigur im Kader sein, da er sich schwer tun wird, in eine soziale Gruppe zu kommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da werde ich mal ein Angebot machen. Bei dem Bruder Angebot machen. So. Immerhin noch 2 Siege oder so für Schalke wären gut als Abschied mit Würde. Ja, ist so, Juan, ist so. So, der hat einen Wert von 300.000, also gibt es den auch erstmal nur. Gebe ich das erstmal ab, wobei wahrscheinlich zu wenig sein wird, aber mal gucken. Angebot machen. Nee, verhandeln. So, 1,3 wollen die haben. Ach komm. Prozentsatz des Profits? Gar nicht, Junge. Gar nichts. Geht nicht. Kann ich nicht mal auswählen. Ich kann nur noch 30% auswählen. Super. Super Verhandlung. So, 900.000 ist jetzt der neue Preis. Immer noch nicht. Will immer noch weniger zahlen. 750. So, und 50 kriegt er nochmal oben drauf. Lass ich hier nicht über den Tisch ziehen.
50 kriegt er nochmal oben drauf bei fünf, nach 50 Ligaeinsätzen. Angenommen. Okay. Angebot abschließen. Yep. So, Maina. Linton Maina. Rechtsaußen. Geschätzter Preis, wollen nicht verkaufen. Natürlich, klar. Sehr agil, relativ schneller Spieler. So, der ist jetzt dann für rechts. Berater anrufen. Hohe Ablösesumme. Okay, zur Kenntnis nehmen. Ich kann ja trotzdem Angebot machen. Marktwert. Weniger als Marktwert. Verhandeln. 10 Millionen! Digga! Da sind wir aber sowas von raus, ey. Hannover 96, ey. Junge, 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 Junge. Hat einen Marktwert von 850 und die wollen einfach mal 10 Millionen für den haben. Jo. Kein Fitnesstest erforderlich, noch nicht ganz bei 100% bei Benito Raman. Okay, ist wieder da. Dicker. Was ist hier los? Neue Streamingzeit. Nein, ich habe Urlaub. Ich hab mal einen Tag zwischendurch frei, tatsächlich. Und ja, streame heute einfach Football Manager. Aber ich komme heute Abend nochmal online. Heute Abend ist dann das ganz normale Schalke Update. Zwölfte Mai ist ein Mittwoch. Okay. Allerdings steigt dadurch auf die Ablösung. Man muss also mal schauen, ob es sich lohnt. Achso, Tipp: Am Start von Verhandlungen unter Klauseln Prozentsatz auswählen und wieder entfernen mit dem Vermerk für Verhandlungen ausschließen. Tipp: Am Start von Verhandlungen unter Klauseln Prozentsatz auswählen und wieder entfernen mit dem Vermerk für Verhandlungen ausschließen. Okay. Habe ich nicht so richtig geschnallt, ehrlich gesagt, aber 22 Uhr heute, ja, genau. Wegen den 40%. Okay, spielst du auch Spiele? Ja, mache ich. Ich zocke aber hauptsächlich auf meinem auf meinem Zweitkanal, Kesti, zocke ich Ghost Pommes. So, sechs Änderungen. Die Teamanweisung: viel höhere Pressing-Intensität passend zu seiner Ausdauer. Aha. Sehr schön. Aha. Heißt darauf, sich mit seinen taktischen Anweisungen vertraut zu machen. Mit der Flexibilität vertraut. Sehr schön. Wer ist hier beunruhigt? Kolasinac, Bentaleb, Mendil und Renault, warum auch immer. Okay, ab geht's. So, das wird ein wichtiges Spiel, wichtiges Vorbereitungsspiel. Das wollen wir gewinnen. Kabine. So, was haben wir hier? Wir haben hier nichts zu verlieren. Wir wissen um unsere Stärken. Ihr zeigt allen, was uns in uns steckt. Jawohl, gebt raus und zeigt, was ihr drauf habt. Es gibt nur Plätze zu vergeben. Viel Glück darauf und ihr werdet es brauchen. Auch wenn das nur ein Vorbereitungsspiel ist, so erwarte ich einen Sieg. Jemand erwartet was von uns? Oh Quatsch. Ich nehme hier die Empfehlung von von Norbert. So. Verteidiger. Ich erwarte von euch eine konzentrierte Abwehrleistung.
Geht raus und zeigt mir, warum er einen Platz im Kader verdient. Jawohl. So, Mittelfeldspieler. Ich erwarte, dass ihr im Mittelfeld das Heft in die Hand nehmt. Jawohl. Schied motiviert, Jan Bosworn zumindest. Amin Harit wieder selbstgefällig. Eieieiei. Und dann nochmal an die Stürmer. Ich erwarte von euch Effizienz. Effizienz, Leute. Bumm. Ab geht's. Ich meine in dem Spiel, oder ob du nur Manager... Ach so, kannst du jetzt sehen. Wird nur simuliert in dem Spiel. Bei Online... Ach, bei Football Manager. Ist nur eine Simulation. So, Okafor kommt jetzt über die linke Seite zu Ulmer. Und da kommt Timo Becker doch noch an den Ball dran. Und das Ding geht ins Aus. Ulmer jetzt mit dem Einwurf. Nimmt sich den Ball, bringt ihn in die Mitte und da ist Salif Sané. Sauber. André Ramalho versucht es jetzt. Oh, das wird gefährlich, aber da ist Salif Sané. Salif Sané haut das Ding im hohen Bogen aus dem Stadion. Oha. Schalke 04 in erster Linie im Moment mit der Defensivarbeit zu tun. Der Trainer fordert erstmal nicht mehr, sondern er sagt erstmal der ganzen Mannschaft, dass sie sich beruhigen soll. Jetzt Timo Becker. Timo Becker bringt den Ball in die Mitte zu Klaas-Jan Huntelaar, aber da ist Walke und der hält das Ding. Hi Kessi, was sagst du zu den letzten Ereignissen rund um Schalke? Was sagst du, Britsch? Was sagst du? Harit zu Jan Bosdoğan. Marc Uth jetzt auf Klaas-Jan Huntelaar. Das war stark und Klaas-Jan Huntelaar verballert das Ding. Knapp am Tor vorbei. Schade. Farkas. Kommt jetzt, bringt den Ball. An die Strafraumgrenze mit der Flanke und das war sauknapp. Und da hätte Ralf Fährmann keine Chance mehr gehabt, den zu haben. Schalke lässt sich wirklich nur nach hinten drücken im Moment. Spielst du auch FIFA? Ja, ab und zu ja. Und Stambouli klärt hier die Ecke von Junuzovic. Junuzovic jetzt, Daka und das ist das 1:0 für den RB Salzburg. Und da haben die Schalker im Moment keine Chance und der Trainer muss jetzt auch reagieren. Der Trainer muss reagieren, Schalke hat nur 38% Ballbesitz, das ist nicht gut. So. Die Grundausrichtung ist im Moment kontrolliert. Schalke kommt überhaupt nicht nach vorne im Moment. Er könnte jetzt umstellen auf eine... Schalke ist im Moment mit der kontrollierten Taktik unterwegs. Wir können es mal erstmal mit einer ausgewogenen versuchen, um ein bisschen mehr Stabilität reinzukommen. Mit einer ausgewogenen Grundausrichtung. Wir schauen uns nochmal die Taktik an, der Schalker. Wir haben ein 4-4-2. Auf 5er-Kette möchte der Trainer auf keinen Fall umstellen. Wir müssen aber mehr Ruhe hinten reinbekommen. Wie machen wir das? Wir könnten umstellen auf ein 4-2-3-1. Aber das ist mir zu defensiv, Leute. Das ist mir zu defensiv. Wir müssen einfach mal erstmal einen Moment abwarten. Und das... Da wartet er auch noch ab. Und da kassiert er direkt das nächste Tor. Okay, wir stellen jetzt um. 4, 2, 3, 1. Bisschen mehr.
Mit Taktikänderung weitermachen. Jawohl, mit Taktikänderung weitermachen. Das ist absolute Scheiße, die wir uns hier gerade zurechtspielen. So, ballerobernder Mittelfeldspieler, Jan Bostoan. Und eigentlich, ja, ist okay. Das ist okay. Jan Bostoan jetzt als Achter anstatt Suat Serdar. Ich finde das okay. Das lassen wir so. Schalke 04 jetzt. Schalke 04 jetzt im Ballbesitz. Die Schalker müssen sich strecken, um hier noch was zu holen in diesem Spiel. Can Bostoan hat sich schon die erste Gelbe abgeholt. Can Bostoan bringt den Ball jetzt in die Mitte, aber das ist Jun Musovic und Osapfa bringt den Ball nach vorne. Und Ralf Fährmann nimmt den Ball jetzt auf. Scheiße, ne. Benjamin Stomboli. Benjamin Stomboli bringt den Ball jetzt nach vorne. Can Bostoan. Amin Harit. Amin Harit mit einem viel zu langen Ball auf Margut. Viel zu langer Ball. Walke hat jetzt den Ball. Walke. Auf dem Wepu und auf Dakau. Das ist wahrscheinlich schon das 3 zu 0. Nein! Ralf Fährmann hier mit einer Glanztat. Boah, es geht weiter. Da muss der Trainer auch mal was sagen. Konzentration. Halbzeit. Ich erwarte wesentlich mehr von euch in der zweiten Hälfte. Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Es ist mir egal, ob das ein Freundschaftsspiel ist oder nicht. Ich erwarte eine gewisse Leistung. Dreht das Spiel in Halbzeit 2 und beweist mir, dass ihr es besser könnt. Wir brauchen da draußen mehr Leidenschaft und Kampfgeist. Das Ganze nur ein Freundschaftsspiel ist, bedeutet gar nichts. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit. Das hier. Es ist mir egal, ob das ein Freundschaftsspiel ist oder nicht. Ich erwarte eine gewisse Leistung, dreht das Spiel in Halbzeit 2 und beweist mir, dass ihr es besser könnt. So, alle scheinen motiviert. Okay, alle scheinen motiviert. Mal gucken, ob das kommt. Ich bin kein Freund von Gewalt, finde es aber auch falsch, dass man das nun schlimmer als sieht als der Abstieg. Was hat man erwartet? Das Feuerwerk, was in Gelsenkirchen gezündet wurde zum Abstieg, stand, tat einfach weh. Ganz ehrlich, das mit dem Feuerwerk, das ist mir Latte. Das ist mir wirklich Latte. Ich bin auch kein Freund von Gewalt, das muss ich mal ganz klar sagen. Das, was da abgelaufen ist, geht erstmal nicht. Man schlägt keine anderen Menschen, das ist einfach Fakt und das ist eine Aussage, die stimmt so immer aus meiner Sicht. Und tja, was soll ich dazu sagen, ne? Also, wem ich das noch erklären muss, warum Gewalt was Verkehrtes ist, so, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Dem will ich auch gar nicht mehr helfen. Daka jetzt, Junuzovic, Mvepo und die Salzburger, die starten wieder voll durch. Berisha jetzt am Ball, Junuzovic und Mvego und Ciao haut das Ding raus. Ay caramba. Ay caramba. Scheiße, nee, Leute. Wir wollen doch dieses Spiel gewinnen, oder? Die Fans zweifeln so langsam auch an der taktischen Ausrichtung des Trainers, was vollkommen zu Recht ist, denn so darf man sich hier nicht präsentieren. Berisha bringt den Ball jetzt raus auf Okafor. Okafor, der läuft ins Aus, der war aus, der war aus! Hallo? Schiri! André Ramalho, Junuzovic,
Farkas. Farkas, bring den Ball rein. Ich kann mir das nicht mehr mit angucken. Diese Mannschaft spielt sich einen Müll zusammen. Boah. Unfassbar. Unfassbar. Das gibt es doch nicht. Konzentration, Jungs. Konzentration. Was ist das eine Scheiße hier? Was ist das eine Scheiße? Sogar im Football Manager. Sogar im Football Manager. Sascha. Ulmer. Ulmer jetzt mit dem Einwurf auf Okafor. Und es geht wieder nur in eine Richtung. Berisha. Ramalho. Ramalho mit dem Schuss. Und der geht daneben. Schalke jetzt mit deutlich mehr Ballbesitz. Wie wär's mal mit ein paar Schüssen jetzt aufs Tor? Harit ist verletzt. Harit hat sich verletzt. Er muss raus. Harit Nassim kommt für ihn rein. Und hier wieder eine Chance für die Salzburger. Boah, Nassim, die Jungen müssen es wieder richten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein Scherbenhaufen. Stambuli. Stambuli. Stambuli, ja, Wut. Wut, Wut, Wut. Schieß das Ding doch rein. Was ist mit dir? Es geht weiter. Es geht weiter. Salzburg ist jetzt im Angriff. Mehr fordern von der Mannschaft. Mehr. Ihr müsst mehr machen, Jungs. Ihr müsst euch bewegen. Bewegen. Aronson. Aronson jetzt mit dem Ball nach vorne. Im Wippo und der macht das 4 zu 0. Ist das bitter. Und Schalke 04 steht in der Saison eine ganz schwere bevor. Das ist grottig, wie sich die Mannschaft hier verhält. Schaut euch das an. Christensen geht da hoch und sein Gegenspieler geht einfach nicht hoch. Und wir befinden uns in der Nachspielzeit. Benjamin Stormoli. Benjamin Stormoli jetzt mit dem Ball auf Gian Bosto an. Timo Becker. Benjamin Stambouli, Bujelab, Becker, Stambouli, Bostoan. Und Bostoan jetzt ein super Ball auf Hut. Und Hut, er kann es doch noch. Und das ist das 4 zu 1 und es hilft gar nicht. Aber es war immerhin eine geile Vorlage. Und das war dennoch scheiße. Da, Gian Bostoan, da sieht man, warum er so ein großes Talent ist. Marc Uth, eiskalt. Aber das erste Ding, Mut, habe ich nicht vergessen. Das erste Ding habe ich dann nicht vergessen. Boah. Bin da mal weg, kommen wir bestimmt später nochmal. Gavin, hau rein. Danke dir, dass du mit dabei gewesen bist. Und vielleicht ja heute Abend nochmal rein. Ciao. 22 Uhr heute, Gavin. Schalke Update. So, Schalke versucht es nochmal. Schalke versucht es nochmal über Uth. Uth bringt jetzt den Ball zurück zu Kolasinac. Kolasinac. Kolasinac zu Stambouli. Stambouli, was macht er mit dem Ball? Was macht er? Er chillt. Spielt zurück zu Timo Becker und das müsste jetzt auch den Abpfiff geben. Stambouli nochmal. Serda. Serda mit dem langen Ball davor, aber da ist doch keiner. Da ist doch keiner. Und da schießt Walke das Ding jetzt nochmal nach vorne. Sané kommt dann im Ball. Bostoan, Stambouli. Und wenn jetzt nochmal mit einem langen... Nein, das war's. Schalke verliert dieses Spiel gegen RB Salzburg mit 4 zu 1. Puh, nicht gut.
Nicht gut. Wir gehen in die Kabine. Ich bin alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. So sieht es aus. Unfassbar. Die Jungs. Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Ich bin stocksauer über eure Abwehrarbeit. Ich bin unzufrieden mit eurer Abwehrarbeit. Super Abwehrarbeit von euch. Genau. Mit so einer Leistung kommt ihr in einem Testspiel vielleicht durch? Nee. Ich bin stocksauer, Digga. Ich bin stocksauer. Jetzt werfe ich auch mal die Wasserflasche. Schien demotiviert. Ist mir Latte. Ist mir Latte. Ich bin stocksauer auf euren Spielaufbau. Jetzt sind alle demotiviert. Ups. Ups. Scheiße. Cassie, rage hier nicht so rum. Und an die Stürmer. Mit so einer Leistung kommst du in einem Testspiel vielleicht durch. Maximal. Maximal. Nee, eigentlich auch nicht. Geile Aktion von Stamboli. Ah, Mann, ey. War das schlecht, ey. Schalke 04 Trainer putzt Team runter. Ja, so ist richtig. Angebot für Goller wurde akzeptiert. Verhandlungen beginnen. So, Gollum, da hatte mein Klient gerne diesen Vorgesprächen garantiert, ehe er in die eigentlichen Vertragsverhandlungen eintritt. Was denn? Ergänzungsspieler und nächstes Transferfenster, Vertragsbeginn. Ach, erst 2021. Okay, nächstes Transferfenster. Was haben wir denn hier heute überhaupt? Weiß man das? Also was anderes geht auch nicht, oder was? So, freut mich, alles klar. So, kein Verhältnis zu Ihnen. Marcel Amboss, Vertrag verhandeln. So, 3 Jahre. So, junger Spieler, Benjamin Goller, 3 Jahre. Okay. Das ist okay. Eigentlich, nee, wir machen 4 Jahre. Junger Spieler, 4. So, Gehalt. Gehen wir ein bisschen runter, ne? Benjamin, nicht übertreiben. Loyalitätsbonus. Auch ein bisschen runter. Beratergebühr. Viel zu hoch für so einen jungen Spieler. Berater, die wollen sich immer einen wegstecken, ey, das ist unfassbar. Auflaufprämie 2,8, Torprämie 925, Ersatzspielerprämie. Wofür eine Ersatzspielerprämie? Ehrlich, du sollst spielen, Junge. Gehaltserhöhung nach bestimmter Anzahl von Ligaspielen. Puh, nach 15 Spielen schon 14k? 14k mehr? Mal verhandeln. So, bin erstmal raus. Hau rein, Luke. Bis später. Danke dir. Wenn du sowas öfters machst, ja. Okay. Hat das nicht negative Folgen bei der schlechten Leistung, wenn du den Spielern sowas sagst? Offensichtlich, ja. Muss man aber auch erst lernen als Trainer. Ich bin auch ein ganz Junge, wisst ihr doch. Der Vertrag ist für uns in Ordnung. Wir werden das Angebot ein paar Tage überdenken und dann auf Sie zurückkommen. Ja, guck. Vertrag abschließen. Sehr schön. Beenden. Aminarit ist verletzt. Knöchelprellung. 1 bis 2 Tage. Okay. Testspiel. Kein einfacher Sieg für den RB Salzburg. Doch, einfacher Sieg. Torhüter ein gutes Spiel. Der Schiri, jo, putzt Team runter. Ist richtig. Becker möchte von Vereinsangelegenheiten sprechen. Ich bin zu hart zum Team gewesen, sagt Timo Becker.
Sie könnten Ralf Fährmann bitten, mit Becker zu sprechen. Ja, das soll mal Fährmann machen. Da kümmere ich mich nicht drum. Fährmann, klär das. Können Sie bitte mit Timo Sprecher Becker sprechen und ihn daran erinnern, dass bei Mannschaftsansprachen nie etwas persönlich gemeint ist und dass er sich keine Sorgen machen soll? Jawohl, so ist es. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ich kann jedoch nichts versprechen. Sehr schön. Guck mal, dafür hat man einen Kapitän. Das war doch ein gutes Gespräch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So ist es nämlich auch. Becker nicht mehr wegen der Mannschaftsansprachen beunruhigt. Sehr schön. Ralle, good job. Okay, der nächste Gegner ist der SV Frauenthal. Der SV Frauenthal. Boah, wie wollen wir das denn hier noch reißen, Leute? Ohne neue Spieler, ohne große Transfers hier. Wie sieht's denn hier aus? Kann man nur abwarten, ne? Kann man alles nur abwarten. Scouting. Jeremy Mellot. Mello wahrscheinlich. Zur Kenntnis nehmen. Außenverteidiger. Alexis Blin zur Kenntnis nehmen. So, Flügelspieler. Flügelverteidiger. Ah, okay. Zur Kenntnis nehmen. Mohamed Bayo. Ich habe Mohamed Bayo beobachtet, als er bei Klömmerz 3:2-Sieg über 90 Minuten als Stürmer spielte. Okay. Der kann auch als Flügelspieler spielen. Oh, der ist aber teuer. Nee, der ist gar nicht so teuer. 7. Das geht doch. So ein paar junge, schnelle Spieler brauchen wir ja. So, Analyse einfordern. Gauthier Gallon. Zur Kenntnis nehmen. Ja, Torwart brauche ich nicht. Mittelfeldspieler. Kouané weiter zu scouten. Aha. So. Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Nee. Jesse Demingue. Nee. Fernand Mayembo. Extrem interessiert. Weiter. Jamal Tiaré. Romain Hamouma. Dreiunddreißig Jahre alt? Nee. Was sagst du zum Gerücht Kenan Karaman zu S04? Karaman? Warte mal, lass mich eben das Gerücht mir erstmal anschauen, bevor ich dazu was sage. So, Kenan Karaman. 27 Jahre alt, Fortuna Düsseldorf. Marktwert 2,5 Millionen. 29 mögliche Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen.
Überzeugt mich jetzt noch nicht so der Dude. Er überzeugt mich noch nicht, muss ich sagen. Was sagst du dazu? Habe mir gerade das Knie geschürft. Eieiei, Lena, Pflaster drauf. Pflaster drauf. Manon Busch zur Kenntnis nehmen. Diegui, hier kommt der von Ihnen gewünschte Analysebericht. Okay. Konnte nur wenige Informationen über den Spieler sammeln, da es derzeit kaum verfügbare über ihn gibt. Nee. Nehmen wir nicht. Nahuel Leiva, hier ist der von Ihnen gewünschte Analysebericht. Ich konnte nur wenige über Informationen über diesen Spieler sammeln, da es kaum verfügbare Daten über ihn gibt. So, Leiva. So, ein 23-Jähriger ist das. Relativ schnell. Mach mal. Rufe mal den Berater an. Freut mich, dass Sie interessiert sind. 10k die Woche. Teneriffa wird eine Ablösesumme von 1,2 und 1,8 Millionen. Okay. Nahuel Leiva. Oh, kann auf beiden Flügeln spielen. Okay. Finde das interessant. Ich mache mal ein Angebot. So, erstmal Marktwert. Jawohl. So sieht's aus. Verhandeln. Inakzeptabel. Oh. Oh. Dann 800. So, Enoch Quateng, der gewünschte Analysebericht. Schauen wir uns ihn mal an. So. Auch relativ schnell, der scheint auf jeden Fall was drauf zu haben. Spielt bei Bordeaux. Verletzungsanfälligkeit. Okay, das ist gut. Analysebericht: Positivpunkte, Negativpunkte. Jahre Außenverteidiger. Position und Rolle. So, hilft er uns weiter? Wir haben einen William da und einen Ludewig. Also besser als ein Ludewig ist er. Shkodran Mustafi ist kein Außenverteidiger. Hat noch Vertrag bis 2023. So, ich gebe erstmal ein Angebot ab, aber. Oh, der ist aber teuer, 2,7. Ei.